Herzlich willkommen zum großen Zugzwang Staffel 7 Finale. Maluna gegen Soon. Die beiden Zugzwang. Wir an Zugzwang. Jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen zur 7. Ausgabe und dem 7. Finale bei Zugzwang am Samstagabend zur Primetime. An meiner Seite kein geringer als der Bundestrainer, der Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Im feinen Zwirn heute rausgeputzt für einen ganz besonderen Anlass, denn wir haben zwei ganz besondere Gegner, die heute aufeinandertreffen. Also nicht unsere Gegner, sie sind untereinander Gegner. EdoP ist ja ausgeschieden, du hast keine Gegner mehr im Turnierfeld jetzt. Weit und breit keine Gegner. Ja. Ach komm, wir wechseln das Thema. Okay. Maluna gegen Soon, beide völlig zu Recht, haben sich hier durch einen knallharten Turnierbaum durchgeboxt. Maluna hat Smash Lunatic ausgeschaltet, hat EdoP ausgeschaltet und möchte heute auch noch Soon ausschalten. Der wiederum hat sich erstmal Steinwallen entledigt und dann im Halbfinale auch Farbenfuchs hinter sich gelassen. Also beide völlig zu Recht im Finale, wie ich finde. Ich glaube, beide sogar, stimmt das, jede Partie gewonnen bisher, ohne Armageddon durchs Turnier gewonnen. Ein Sweep. Aber heute wird sich daran was ändern. Das kann passieren, zumal heute sprechen wir auch von einem Best-of-Five-Match. Das ist natürlich auch noch mal eine ganz andere körperliche und geistige Belastung, ja, also das ist wirklich Championship-Modus, denn im Zweifelsfall muss man, wenn es hart auf hart kommt, hier fünf Schachmatches auf höchstem Niveau hintereinander machen. Könnte passieren. Und das weiß ich gar nicht, wie man das psychisch aussieht. Hast du schon mal fünf Matches hintereinander gemacht? Nee, noch nie. Kann ich mir vorstellen, das ist hart. Aber wer weiß, ob es so weit kommt. Es kann natürlich auch schneller gehen. Das hängt von unseren beiden Kontrahenten ab, die ich jetzt hier begrüße. Sie sind jetzt live zugeschaltet. Die liebe Maluna und der liebe Soon. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Moini. So, bevor wir hier auf Schach zu sprechen kommen, Soon. Was ist da los hier? Irgendwie Studio kaputt? Sind das Ausreden oder was hast du da gemacht? Es ist natürlich eine klare Ausrede, muss nicht drum herum reden, aber ja, tatsächlich ist von meinem Mixer, wo soundtechnisch alles hier läuft und streammäßig und alles immer cool ist, der ist einfach kaputt gegangen heute Mittag, hat sich gedacht, ja, ich habe keinen Bock mehr. Oh, und jetzt musste ich hier natürlich alles nochmal kurz alles neu verschalten und verdrahten. Und es war ein bisschen stressig, aber es ist auf jeden Fall kein Grund jetzt heute Abend beim Schach das irgendwie als Grund vorzuführen, warum ich verliere. Mhm. Na gut, aber es ist natürlich dann viele Stunden Schachtraining, die deshalb wahrscheinlich nicht stattfinden konnten. Das stimmt. Das muss man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Maluna, wie war dein Tag heute? Bist du ganz entspannt, relaxed? Hast du das alles mal so genossen oder sitzt du seit Stunden vorm Rechner und versuchst nochmal, so wie von der Mathearbeit, nochmal Formeln zu büffeln, noch mal ein bisschen Schach rein zu büffeln? Ja, also ich bin von Hanau zurückgefahren nach Berlin, jetzt 6 Stunden. Wir sind von einer Stunde angekommen. Und währenddessen habe ich manchmal auf dem Handy wieder versucht zu spielen, aber mir wird immer schlecht, wenn ich runtergucke beim Fahren. Und dann, ja, habe ich auch immer wieder verloren. Das ist meine Ausrede. Ja, ich bin komplett selbstbewusst für die letzten 2 Tage. Nicht. Naja, also ich finde, du kannst schon selbstbewusst sein. Soll ich den Vote erwähnen? Nee, es bleibt spannend. Okay. Ich hab's schon gehört. Ich finde kein Vote, brauche ich erwähnen, also, um den Druck hier bei mir runterzunehmen. Zumindest für viele da draußen bist du. Was? Um den Druck zu nehmen. Du bist auf jeden Fall die haushohe Favoritin bei einigen. Das kann man so sagen. Aber ein Best-of-Five-Match hast du ja auch noch nicht gehabt. Also insofern mal gucken, wie es heute wird. Seid ihr aufgeregt? Seid ihr entspannt, wie ist die Gemütslage? Aufgeregt. Sehr aufgeregt.
Der Druck ist, glaube ich, hoch bei uns beiden. Also, Leute, ich will euch ja nicht enttäuschen, ne? Aber unterschätzt das mal nicht, ja? Unterschätzt das mal nicht. Wir haben jetzt zwei, also es wird hier auf jeden Fall spannend werden. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, bei mir, achso, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, es geht ja auch um viel, also insofern rede erstmal. Ja, bei mir ist es, ich weiß nicht, heute so den Tag über, ich war ein bisschen abgelenkt, muss ich natürlich auch sagen, aber also ich bin schon mega zufrieden mit dem Finaleinzug. Ich habe halt vor einem Monat mit Schach so angefangen, deswegen bin ich schon happy da, wo ich jetzt bin. Aber natürlich, wenn ich jetzt im Finale bin, dann der Pokal so kurz davor, habe ich natürlich auch Bock, mein Bestes hier zu geben. Und hoffentlich noch den Sieg mitzunehmen. Aber ich weiß, dass es gegen Maluna sehr, sehr schwer wird, weil sie im Midgame, glaube ich, deutlich stärker ist als ich, weil sie einfach mehr Erfahrung hat. Mal gucken, vielleicht habe ich die Chance, irgendwie mit meinem bisschen Theorie an Openings mir schnell einen Vorteil zu verschaffen. Aber es würde auch immer noch nichts heißen am Ende. Also ich habe letztes Jahr auch angefangen, also durch Zugzwang, und mir ging es ganz genauso wie du. Du kannst unfassbar stolz auf dich sein und glaub mir, blundern tun wir alle. Ja. Ich auch. Also gut, dann wir das so. Da möchte ich mal den Druck rausnehmen. Da möchte ich mal den Bundestrainer tragen. Gibt es etwas, ein Ritual, was du machst vor wichtigen Schachpartien? Gehst du noch mal joggen, noch was essen, schlafen, noch mal die letzten Spiele angucken? Was ist da die Rezeptur? Es kommt immer darauf an, wie der Tag läuft. Was ich tatsächlich versuche zu vermeiden, ist, was Maluna heute machen muss. Ich versuche nicht am Spieltag zu reisen so viel, sondern wenn es irgendwie geht, immer am Tag vorher schon anzureisen. Sonst in der idealen Welt soll es schlau sein, vorher noch mal 10 Minuten an die frische Luft zu gehen, weil das irgendwie das Gehirn doch noch ein bisschen wach macht. Aber Scheiße. Es gibt keine Patentrezepte. Ne? Es gibt auch so Theorien, dass man 5 Stunden nach dem Aufstehen am besten funktioniert. Also versuchen viele Schachspieler so 2-3 Stunden, bevor es losgeht, erst aufzustehen, dass sie dann am fittesten sind in der heißen Phase. Zun, das ist aber bei dir um 20 Uhr, ist doch perfekt. Ey, bei mir perfekt. Ich bin um 15 Uhr aufgestanden. Siehst du? Ich um 6. Gott. Ich mach kurz Fenster auf. Ich finde frische Luft-Sache gut. Frische Luft, ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche besonderen Rituale? Zum Beispiel Magnus Carlsen, der immer irgendwie, beim Fußball gibt es das ja häufig, dass die mit dem bestimmten Fuß auf den Rasen gehen oder die Socken nicht wechseln, wenn sie gewonnen haben oder irgendwie sowas. Gibt es da sowas bei Magnus Olsen, Carlsen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass Magnus manchmal seine Hotels so auswählt, dass er nicht direkt da wohnt, wo gespielt wird, sodass er dann gezwungen ist, zu Fuß irgendwo hinzugehen, um dieses frische Luftritual einzubauen. Sonst glaube ich nicht, dass er extrem abergläubisch ist. Das ist üblich. Du machst halt mit jedem Teilnehmer hast du deinen eigenen Handshake. Das dauert dann immer ein bisschen. Dann wird so Asche in die Luft geschmissen und dann geht's los. Das ist ein super Move, ja. Okay. Was ist los, Maluna? Achso, du willst die Hand schütteln? Die Hand geben. Warte. Nee, falsche Hand. Nein, andere Richtung? Falsche Hand. Ja, perfekt. Ey, viel Erfolg. Ja. Viel Erfolg, Maluna. Das sieht richtig realistisch aus, als ob ihr in einem Raum sitzt. Täuschen, echt. Okay, dann, es kann ja ein langer Abend werden, deshalb würde ich sagen, legen wir jetzt auch los, wenn ihr soweit seid. Ihr kennt es, wir spielen die gleichen Regeln wie zuvor auch, also 10 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Erklär mir nochmal Best of 5, es werden erstmal 4 Partien normal gespielt. Ja, aber es ist ja technisch, glaube ich, so, es werden 4 normale Partien gespielt. Wenn es dann 2-2 steht, geht es in die Verlängerung. Das heißt, wer zuerst 2,5 hat, hat, glaube ich, gewonnen, oder? Nochmal. Nur normale zu verwehren. Aber wir können auch anfangen und dann später den Score diskutieren. Hier ist korrekt. Ja, ja, ich habe schon recht. Okay. Wir muten wie immer uns gegenseitig und das war's, ne? Wie sogar so ein Modus, der schon seit 100 Jahren in Tausenden von Sportarten benutzt wird, beim Schach noch mal irgendwie so ein Sternchen kriegt und noch mal was Besonderes sein muss. Ist genau dasselbe wie immer, nur dass eine Runde mehr gespielt wird. Sonst haben wir immer 2 Partien plus. Aber das Schöne am Best of 5 ist, dass du dir sagen kannst, wer als erstes 3 hat. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Deshalb macht man ja 5, damit es eine ungerade Zahl. Ja. Ich mute, ne? Macht's gut, viel Spaß, viel Erfolg. Euch auch. Soll mal durchatmen? Ich bin richtig aufgeregt jetzt hier. Ich auch. So, was ist los? Kein Bock oder was? Doch, ich hab Bock. Brauch einen Moment. Ja. Los geht's. Was ist hier los? Gegen das Johnny? Wer ist denn das Johnny? Gegen das Johnny wollen wir nicht spielen, wir wollen noch gegen das Huhn.
Dann warten wir noch mal, bis die sich gefunden haben. Was ist denn da los? Ich dachte, die sind schon längst. Die Ruhe. Nee. Bei mir passiert noch nichts. Vielleicht musst du irgendwas machen. Wir brauchen noch einen Moment. Jaja. Ach so, okay. Soll ich dir noch was von Balatro erzählen? Hast du noch Fragen? Ja, ich glaube, ich habe alles verstanden. Willst du es dir angucken? Das klingt wieder nach so einem fiesen Süchtigmacher. Ja. Ich habe doch keine Zeit. Hä, du fliegst doch durch die Welt. Da musst du was im Flugzeug zocken. Bist du ein Flugzeugschläfer? Wenn es geht. Ich kann ganz gut schlafen meistens. Aber ich packe auch immer das iPad voll mit irgendwelchen Serien, Filmen. Ich bin meistens gut. Und im Flugzeug haben wir ja manchmal auch hier neue Filme dann. Ja, aber. Geh mal auf Maluna. Ja, ich bin da. Hier geht noch nicht los. Hm. Jetzt. Okay, wir haben die Partie. So, wir haben jetzt schon zwei Züge verpasst. Soon wieder mit seiner Lieblingseröffnung. Bauer Knight D4, Spanner F6, Spanner C3, Bauer Knight E6 und den Läufer raus. Das hat er einstudiert. Versucht hier früh immer mit dem Springer Ärger zu machen, wenn es irgendwie geht. Aber Maluna fesselt den Springer. Ihre alte Politik ist ja, die feindlichen Springer schnell ausschalten, um dann selber die trickreicheren Figuren übrig zu haben. Wir werden sehen, was Soon macht. Das sind nicht die gängigsten Züge von Maluna, aber absolut logische Züge. Was insofern auch gut sein könnte, dass Soon jetzt schon selber nachdenken muss. Sein üblicher Plan ist ja, sowieso in das Zentrum zu setzen mit den Bauern hier. Aber ob jetzt der F-Bauer so angemessen ist, ich weiß es nicht. Du weißt es. Ah, ich bin immer skeptisch bei F-Bauernzügen. Und Soon muss nachdenken. Also sein Eröffnungsvorteil hier schon mal neutralisiert, aber er spielt einen guten Zug. Bauer E3 bereitet einfach vor, die Figuren weiter ins Spiel zu bringen. Maluna könnte jetzt früh die Rochade komplettieren. König erstmal in Sicherheit bringen. Dann überlegen, wie sie im Zentrum kontert mit dem Bauern, mit dem Bauern. Der Läufer ja getauscht wäre, nicht? Ich glaube, sie neigt dazu, ohne viel zu fragen, gleich die Springer rauszuschlagen. Das wäre hier nicht wirklich nötig. Oh, und sie spielt es noch aggressiver. Sie spielt Springer nach D5, geht gleich in den Infight, greift den Springer auf C3 an und den Läufer auf F4. Kein schlechter Zug, setzt Soon unter Druck. Soon kann das parieren, indem er zum Beispiel den Springer hier hinstellt. Aber macht er auch. Ja, interessante Idee. Sie kann jetzt den Läufer schnappen. Ich dachte, sie hat jetzt eher auf die Springer abgesehen. Also ein Läufer. Haben oder nicht haben. Aber Soon lässt sich davon erstmal nicht ins Boxhorn jagen. Hä? Und hat es schnell pariert. Erstmal Rochade. Jetzt die Rochade. Also bisher gute Züge von beiden. Gemeinhin sagt man ja erstmal nicht Figuren zweimal ziehen, aber hier war das durchaus vertretbar. Klar, eine dieser Ausnahmen, ne? Naja, das ist halt Malunas Stärke, dass sie so Ausnahmen schon erkennen kann. Weil es hier gleich Druck macht auf den Läufer und den Springer. Und wie es weitergeht. Und hätte Soon nicht den Springer gespielt, hätte er seinen Turm wahrscheinlich verloren, oder? Ja, da war einiges. Einiges hätte passieren können. Er spielt jetzt Bauer E4, besetzt die Mitte. Und ja, die stehen alle nicht so auf Läufer. Ich hätte den Läufer hier sowas von gerettet. Ich will ihn jetzt sofort auch wegnehmen. Aber wie gesagt, ey, Läufer haben es schwer bei Zugzwang, haben keine Lobby. Ich will einfach mal so einen Warnstreik machen. Wenn ich Läufer wäre, zack, hier, die Partie spiele ich nicht mit. Okay, sehen wir, wie er klarkommt. Darf ich was vorschlagen? Und du sagst mir, warum es bescheuert ist? Ja, klar. Okay. Also, wir spielen Bauern B6. Mhm, ist bescheuert, weil der Springer angegriffen ist. Dann spielen Läufer. Ja. Wir haben jetzt ja schon einen Springer verloren. Ja, ist zu, okay, dann perspektivisch. Mhm. Perspektivisch. Jetzt, okay, machen wir mal zurück. Müssen wir erst. Ja, aber ich will das ja. Ah, okay. Er verscheucht ja den Läufer, das funktioniert nicht mehr. Okay. Also, sie muss sich jetzt entscheiden: hier schlagen oder hier schlagen. Wie gesagt, ich würde den Läufer schlagen auch. Wenn hier geschlagen wird, dann der Bauer zurücknimmt. Dann muss der Läufer gleich nochmal ziehen. Aber
wie gesagt, Läufer sind hier kein begehrtes Tauschobjekt. Schau mal. Hast du mal Lunas Supermarkt-Ranking gesehen? Nee. Also, Aldi Süd hatten wir schon erwähnt, deutlich vor Aldi Nord. Da kann ich nicht mitreden. Ich kenne mich bei Aldi Süd nicht gut aus. Dann viel Hass für Netto, glaube ich. Und Tchibo auch weit unten. Tchibo ist ja kein Supermarkt. Ich glaube, so Drogerien und so Läden, die es in der Nähe, in der Nachbarschaft gibt, waren so mit dabei. Was würdest du sagen? Ich mag Tchibo. Ich gehe beim, du weißt ja, ich wohne in der Wildnis auf dem Land. Bei mir gibt es nichts. Also gehe ich häufig bei Tchibo und Kaffee trinken, tatsächlich. Ich habe einen Rewe. In dem Rewe gibt es einen Tchibo. Win-win. Würde ich sagen, oder? Hm. Und hier, wir verpassen alles. Der Läufer wurde geschlagen, nach reiflicher Überlegung. Der Sprenger schlägt zurück und Bauer nach D6. Solide gespielt, den Kollegen geschlagen. Und jetzt, Weiß hat zwar Raumvorteil, aber dafür hat Schwarz das sogenannte Läuferpaar und diese Festung hier. Könnte jetzt als nächstes überlegen, ob sie hier mit Bauer nach E5 in der Mitte gegenhalten möchte. Also bisher ausgeglichene Stellung. Ist ja klar, wir haben hier Finalisten. Der Läufer wird rausgezogen. Ja. Auch gut. Jetzt ja. Jetzt könnt ihr den Springer entwickeln, den Bauern attackieren. Bauer nach E5, wie ich schon gesagt hatte. Gleich in der Mitte Streit zu machen. Diverse Optionen. Dame könnte hier raus. Und ja, Bauer nach E5 gespielt. Greift den Springer an und den Bauern. Asun kann schlagen. Bauer will zurückschlagen. Dann mit dem Pferdsche hier irgendwo hinspringen. Alles ungefähr ausgeglichen, würde ich sagen. Balken sieht Schwarz leicht im Vorteil, weil Balken auch das Läuferpaar sehr zu schätzen weiß. Aber bisher habe ich wenig zu meckern. Nö, solider Anfang auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Noch kann man gar nichts groß sagen. Der Springer zieht sich zurück. Ja. Auch okay. Verteidigt seinen Kollegen hier. Maluna ist ja ein Freund der Fesselung normalerweise. Spannend, ob es hier gleich die nächste Fesselung probiert. Sonst spricht auch nichts dagegen. Den Springer erstmal gehen Mitte zu mobilisieren. Hier lang oder hier lang. Bisher gibt sich hier niemand eine Blöße. Aber D7 würde ja den Läufer zustellen. Ja, das stimmt. Das ist dann nochmal irgendwo hin. Naja, aber zweimal darf man nicht hintereinander. Okay. Eifer des Gefechts nicht dran gedacht hier. Deshalb geht der Springer nach C6. Jetzt soll das Huhn rochieren. So geschehen. So geschieht es. Jetzt wieder die Frage. Soll sie den Springer wegnehmen? Oder soll sie den Läufer behalten? Logischer Zug für hier, den Läufer zum Beispiel rauszuziehen. Das Feld im Blick zu behalten. Aber hier, nur Analyse, nichts davon ist geschehen. Könnte es gefährliche Abzugsangriffe am Horizont geben? Zack. Also es ist nur in meiner Fantasie. So schnell hätte die Dame weg sein können. Aber nichts davon kam. Stattdessen ging die Dame hier raus, gleich in Angriffsposition. Auch ein guter Zug. Denn der Springer steht ja hier auf diesem Feld E2 bisschen passiver als auf seinem angestammten Feld auf F3. Würde normalerweise das Feld G5 ja überdecken. So sieht's eigentlich mal aus. Mhm. Jetzt steht Dame da gleich aggressiv, bereitet vielleicht vor, mit dem Läufer hier hinzugehen, Schachmatt zu drohen. Also Maluna mit leichten Vorteilen hier in der Anfangsphase, aber noch absolut nichts Entscheidendes. Was sind so die Schachfragen, die du am meisten beantworten musstest? So wenn du Leuten erzählst, ich bin groß, mal was, wirst du am meisten gefragt? Kommt drauf an, in welchem Umfeld. Kann man davon leben, ist natürlich ein Klassiker. Sonst so auf Twitch ist sehr häufig hier, wie kann ich am schnellsten von Anfängerlevel auf 1600 kommen oder von 1200 auf 1600 oder von 1600 auf 1800? Weiß ich immer nicht. Aber das sind, glaube ich, so die Standardfragen. Und dann wäre ich natürlich auch häufig gefragt,
ob der liebe Gott mir nicht zu viel gegeben hat. Also das Aussehen, den Humor, den Intellekt, den Fame. Also ob ich dann auch Schwächen hätte. Und? Wie lautet die Antwort? Nicht, dass ich wüsste. Das sollen jetzt andere entscheiden. Ist ja immer schwer, da selber drüber zu reden, ob man jetzt der perfekte Mensch ist oder ob es da auch andere Kandidaten gäbe. Also ich finde, es ist nicht, was ich jetzt unbedingt entscheiden muss. Also das muss jeder für sich selber einschätzen. Sagst du ja auch nicht du über dich selber, sondern das sind ja objektiv messbare. Das sind ja objektive Kriterien. Läufer nach H3 droht Schachmatt. Soon, jetzt musst du aufpassen. Fetsche dazwischen ziehen. Wir hören mal rein, was Soon sagt, bitte. Und wenn ich hier nehme, ist das Pferd immer noch verteidigt durch den Bauern. Ah, okay, er hat's pariert. Wäre natürlich geil, wenn ich noch die Dame irgendwie parallel angegriffen hätte. Jetzt hat sie natürlich mit der Counter-Initiative hier meinen Angriff abgewehrt. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber den Springer kennen sie doch. Wenn man selber defensiv ist. Stark gespielt, Lauf nach C5. Greift den nochmal an hier, den Verteidiger dieses wunden Punktes. Droht jetzt den Springer zu schlagen, dann hier Schachmatt zu setzen. Was wärst du am häufigsten gefragt, wenn du so auf der Straße erkannt wärst? Bist du Etienne von Giga? Oder was fragen die Leute so? Meistens wollen die ein Autogramm. Echt? Kein Foto? Ich dachte, Fotos haben Autogramm abgenommen. Selfie. Und dann sage ich immer, ich bin nicht Mark Forster. Und dann ziehen sie immer enttäuscht ab. Ah, okay. Das ist täuschend ähnlich. So, Soon muss jetzt hier Probleme lösen. Nicht ganz einfach tatsächlich. Er könnte mit dem König in die Ecke, um diesen Bauern zu entfesseln. Wenn Maluna dann hier schlagen würde, dann den Läufer schlagen. Aber das ist schon kompliziert. Sonst könnte er sich freikaufen, indem er auch den Springer jetzt hier dazwischen stellt, wenn er hier geschlagen wird. Entweder zurückschlagen, den Bauern abgeben oder wie hier schlagen. Aber keine leichte Lösung. Also Maluna macht das hier stark am Anfang, setzt sich unter Druck und der König geht in die Ecke. Also, der Plan, den ich erwähnt hatte, der Springer wird schnell geschlagen und jetzt muss Soon den richtigen Läufer wegnehmen. Das tut er, nicht diesen hier. Dann hat er den anderen genommen. Er ist Schachmatt. Aber das hat er schnell erkannt und so bleibt es materiell erstmal ausgeglichen. Maluna, bisschen schönere Stellung, weil der weiße König ja nicht mehr seinen angestammten Schutz hier hat. Aber gut abgewehrt von Soon. Also da hätte man schnell was falsch machen können unter Druck und dann wäre es auch schon gewesen. Also ich finde, er hat sich da sehr gut raus befreit. Und da ist noch alles offen. Jetzt der Läufer hier attackiert. Maluna muss sich überlegen. Was ist dein Lieblingssong von Lena Meyer-Landrut? Was ist der Original Grand Prix Song hier? Satellite? Ich dachte Nothing but the G-Thing. Nee, das ist Dr. Dre. Verwechsel ich auch ständig. Ah, Satellite ist schon der Klassiker, oder? Like a Satellite. So geht er gleich. Wirst du auf Lena dann auch angesprochen, wenn die Leute dich für Mark Forster halten? Gerade, ich werde immer dazu gratuliert. Wo ist sie denn gerade? Passiert das wirklich? Nee, ne? Es ist schon passiert, tatsächlich. Ja. Das ist wirklich schon passiert. Habe ich, glaube schon mal erzählt, dass ich saß ich mal mit einem Kumpel in einem Restaurant und dann hat ein Pärchen am Nebentisch mich gefragt, ob ich der Mark Forster sei. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Und dann haben sie so reagiert. Ist klar. Was würde der echte Mark Forster sagen? Das sagt nur Mark Forster. So, Maluna hat den Läufer zugezwinkert. Ist klar. Bleibt unter uns.
Hin auf ihn gezogen, der wurde geschlagen und sie schlägt mit den Bauern. Ich hätte, glaube ich, lieber mit der Dame geschlagen, um hier diese Bauern nicht zu verdoppeln. Aber auch mit den Bauern hat seine Logik, räumt das Feld. Auf E5, so heißt das Feld hier. Für den Springer frei. Und ja, nach wie vor leichte Vorteile bei Maluna, aber Sun verteidigt sich umsichtig, so dass hier nichts Schlimmes passiert ist, immer noch. Gleiches Material, also ist hohes Niveau hier bisher. Jetzt wieder einen Damentausch an, auch eine gute Idee, um die Königsgefährdung da ein bisschen loszuwerden. Keine leichte Entscheidung jetzt für Maluna, ob sie die Damen tauschen möchte oder vielleicht einfach weggehen und dann mit dem Springer hier nachsetzen. Ich bin mir nicht sicher. Beides Vor- und Nachteile. So schlagen und dann den Springer hier hinstellen, ist auch verlockend. Mal schauen. Dadurch, dass du immer alles schon so siehst und analysierst und dann da einzeichnest, ist ein bisschen viel Gespoilere. Ja, okay, dann bin ich mal still. Du kannst auch hier einfach mal eine Partie ein bisschen zeigen. Ja, jedes Mal, wenn ich überlege, was ist, dann hast du es schon eingemalt oder auch nicht. Aber es ist so, mit dir einen Film gucken muss richtig Spaß sein. Also, ja, gleich kommt der Boss und killt den bestimmt. Und ja, der rettet die jetzt. Und wir wollten ja heute, oder ich wollte heute mit dir einen Film gucken. Ja, jetzt spoilern können, denn ich weiß nicht, was passiert. Aber es ist nichts geworden. Und sonst, ja, das ist ja ein bisschen auch das, wenn man Schachpartien kommentiert, muss man so ein bisschen die Optionen aufzeigen. Ne? Ja, und meistens ist es ja dann auch eine dieser Optionen. Und dann fehlt so ein bisschen dieser Überraschungsmoment. Weil dann ist es genau eins dieser Sachen, die du vorgesagt hast. Hm. Und dann. Also, wie hättest du es lieber, dass ich einfach gar nichts sag? Ja, habe ich ehrlich gesagt auch schon so hinterlassen, aber nicht jeder in der Redaktion war der gleichen Meinung. Sie spielt Bauer nach F6, verteidigt die Dame und Sun setzt nach mit Turm nach G1, hat vielleicht auch jetzt die Hoffnung, dass Maluna in einem schwachen Moment weggehen könnte und dann, Spoiler Alert, wäre es Schachmatt. Also das darf sie nicht tun. Jetzt oh, wegen dem Turm da unten, ja. Hä? Den hast du jetzt nicht eingezeichnet. Den habe ich nicht eingezeichnet. Weil es so eindeutig ist, ne? Ja, komm, mal du Pfeile. Ich mache jetzt mal einen Pfeil hier. Guck. Was ist, wenn man zwei macht? Ja, das ist nicht optimal. Das ist ein bisschen Laserbeam. Dickeres Gelb. Was ist, wenn ich noch einen Pfeil mache? Immer gelber. Hast du mal geguckt, wie oft man das machen kann? Ja. 27 Mal. Okay. Und sie tauscht die Damen, sie erkennt, da braut sich was zusammen. Jetzt muss Sun sich wieder entscheiden. Mit dem Bauern schlagen oder mit dem Turm. Im Turm ist ein bisschen aktiver, greift den Kollegen an. Mit dem Bauern entdoppelt den doppelten Harry hier. Also es hat alles sein Für und Wider. Was würdest du machen? Turm oder Bauern? Ich hätte mit dem Bauern geschlagen, weil ich diesen Doppelbauern da nicht mag. Aber es ist auch eher so eine ästhetische Sache, weniger eine taktische. Still. Das Zwischenschach, der feine Herr. Bringt nicht so viel, aber verdirbt auch nicht so viel. Die Dame kann sich nicht retten, weil der König im Schach steht. Aber wenn der König einfach zur Seite geht, dann hat es auch nicht so viel bewirkt. Trotzdem, vielleicht sorgt es ein bisschen für Verwirrung. Mhm. Überraschung. Jetzt überlegen, Überraschung. Ob sie hier mit der Dame zurückgeht. Aber Nessie behält da die Ruhe. Und jetzt muss Sun aufpassen, dass er sich hier nicht selber ein Bein gestellt hat. Aber nee, die sind zu stark, die sind zu stark. Ich brauche ja gar nicht auf Fehler hinweisen. Er konnte jetzt nicht mit dem Turm schlagen, weil dann die Springergabel gekommen wäre. Aber macht er auch nicht. Trotzdem. Der Springer sollte hier hinspringen. Das ist ein sehr schönes Feld. Hm. Kann nicht genervt werden. Weil der eigene Bauer ihm hier ja, den Rücken frei hält. Also er blockt den weißen Bauern davon, ihn zu nerven. Greift den Läufer an. Das fällt im Blick. Das wäre ein schöner Zug. Ansonsten hier Turm in die Mitte. Hast auch nichts falsch. Wir haben schon wieder ein Endspiel hier. Das Niveau steigt von Tag zu Tag. Ne? Beide Seiten, keine ja, Tschüss-Dame-Situation hier. Wird Plan gegen Plan. Keine richtigen Blande, ausgeglichenes Zeitkonto hier. So, der Springer hier, Maluna ist aggressiv unterwegs, das ist kein so schöner Outpost, weil der Springer hier vertrieben werden kann. Verderbt auch nichts, vielleicht landet der Springer immer noch auf meinem Lieblingsfeld. Aber ich hätte ihn hier auf das stabile Feld gestellt. Im Schach gibt es das stabile Feld.
wenn die Partie noch länger dauert, ist Maluna im Bildschirm drinne. Hä? Ja. Da. Ich glaube, gleich ist es soweit. Bau nach C3, greift den Springer an und jetzt darf er sich hier nicht auf Abwege begeben. Hier könnte er schnell verloren gehen. Aber dieses Feld. Und da geht sie hin, wonach es immer noch die Rückzugsmöglichkeit gibt, hierhin. Und sie spekuliert vielleicht darauf, dass Thun auf den Turm unvorsichtig darstellt, wonach wieder die gemeine Springergabel kommen könnte. Wie sieht es auf der Uhr aus? Beide Seiten nehmen sich Zeit. Ist High Level, ne? Also nicht die großen Dramen mit, oh, sieht sie, dass sie die Dame schlagen kann. Sieht er, dass der Turm weg ist? Ne? Beide machen gute Züge, überlegen. Das widert mich an. Das ist zum Kotzen. Turm auf die offene Linie. Sollte Schwarz wahrscheinlich gleich ziehen. Oder, ich sagte es ja schon, endlich mit dem Springer hin. Turm auf der 8. Der König attackiert den Eindringling. Und nach wie vor, das ist ein schönes Feld. Aber wie ich mal Luna einschätze, wird sie hier auf das Schachgebot setzen. Springer am Rand. Es gibt immer noch die Route auf das Traumfeld in der Mitte des Brettes. Aber Springer am Rand ist nicht die Lösung, so sagt man. Wird auch direkt vertrieben. Ja, ja, ja. Kann zurück. Was machst du da? Du studierst konzentriert die Stellung, oder? Ja, ich ehrlich gesagt, will es wirklich wissen, ja. Wenn wir diese Partie angucken, ich versuche die ganze Partie über lang einen Zug zu finden, wo ich schneller als du sagen kann, guck mal, das wäre ein super Zug, damit du dann sagst, richtig gut, und es ist mir noch nicht ein einziges Mal gelungen. Deshalb konzentriere ich mich so. Aber jedes Mal, wenn ich auf der Spur bin, hast du schon 6 Pfeile eingezeigt. Aber ich bin ja auch der Experte, oder nicht? Also. Ja, und? Für. Aber wenn Marcel Reif neben Michael Ballack sitzt und kommentiert, da sagt doch Marcel Reif auch mal was Kluges. Naja, gut, Marcel Reif ist ein schlechtes Beispiel. Nee, darauf wollte ich nicht hinaus, aber die Rollenverteilung ist doch, dass ich hier sage, das ist ein schlauer Schachzug und du machst die Jokes hier, baust die moderativen Brücken. Ach so? So hat Krane mir das erklärt. Also, du hast das falsch verstanden. Du musst gar nicht hier Schachexpertise. Ja, aber wir haben doch lustigere, unterhaltsamere Leute hier im Haus. Warum sitze ich dann hier? Nils wollte nicht. Ja, okay. Aber dann hätte man ja vielleicht da was drauflegen können, oder? Wen habt ihr noch? Wie ist das Lustigkeitsranking bei den Rocket Beans? Colin, jetzt mal unter uns. Nils, Florentin. Colin ist lustiger als du? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß es nicht, aber wenn ich hier degradiert werde auf zum Clown. Was befördert zum Clown? Ich sag immer vor jeder Schachsendung, es gibt ja 3 Rollen typischerweise. Es gibt Host, Clown und Experte. Also wenn so gar keine Schachexpertise hier gewollt ist auf meinem Platz, dann weiß ich nicht. Also gut, doch, dann weiß ich, dann ist ja alles richtig. Ja, wir verrennen uns hier. Aber ich wusste nicht, dass es dein Herzenswunsch ist, mehr hier Schachschüsse beizutragen. Wie gesagt, ich überlasse dir vollkommen das Feld. Und ich kann ab und zu hier einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Hier, nee, geht ab? Nee, das Problem ist ja jedes Mal, wenn ich finde ja nichts. Es ist ja schon echt gutes Niveau. Und das Problem ist, ich könnte jetzt auf diesem Niveau, auf dem die beiden spielen, jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte nicht nebenbei jetzt einfach kommentieren, sondern ich muss mich auch konzentrieren und gucken. Ich kann das ja nicht so wie du aus dem Ärmel da schütteln nebenbei und noch über Serien quatschen. Sondern geht halt eins von beiden. Entweder ich finde den besten Zug
oder den besten Joke. Aber beides gleichzeitig schwer. Aber um uns als Team zu maximieren, ist dann nicht sinnvoller, ich konzentriere mich auf die Züge und du auf die Jokes. Was ist unterhaltsamer? ja, ich glaube, mein Vorschlag. Ich weiß nicht. So, was die Steuerung angeht, Maluna hat hier den Springer am Rand einbetoniert, aber gleichzeitig hat man auch den weißen König getrappt. Der kommt auch nicht mehr raus. Also es ist eine wirre Patz-Situation, wo der Springer den König eigenhändig ausblockt. Die Türme werden jetzt getauscht werden. Und dann ist eine interessante Situation, sieht man sehr selten, dass die beiden sich eigentlich neutralisieren. Und die Frage ist dann, ist der weiße Läufer dem schwarzen König überlegen? Und ich glaube, die Antwort ist nein, ehrlich gesagt. Ich glaube, Maluna sollte jetzt die Türme tauschen und dann mit dem König Richtung Mitte laufen, weil der weiße König ja eingesperrt ist hier. Der kann nicht eingreifen. Und Maluna hätte alle Zeit der Welt, diesem König hier ins weiße Lager zu laufen. Und weil der Läufer auch nicht so aktiv ist, sehe ich nicht, wie Sun das verändern sollte. Deshalb ist der Balken auch schon so tief im Keller. Aber sie tut es nicht. Da sind wir wieder so ein bisschen die Angst vorm Abtausch, weil man nicht genau weiß, wie die Konsequenzen sind. Und das überlässt Sun die offene Linie und wendet damit ein bisschen das Blatt. Denn jetzt hätte der weiße Turm hier einbrechen können, ein Schach geben. Jetzt wieder alles offen. Sollte wahrscheinlich hier das Feld überdecken, um zu verhindern, dass der Turm reinkommt. Aber dann macht der schwarze Turm nicht mehr so viel. König geht vor. Was hat sie vor? Hier? Kann mir alles passieren. So, du streikst, ich mal war alleine oder wie ist das? Ich lese gerade alle Beleidigungen im Chat wieder, wie üblich. Also, Sun hat den sogenannten schlechten Läufer hier. Das bedeutet, der Läufer ist von den eigenen Bauern eingekesselt und kann damit nicht so viel Aktivität generieren. Aber gerade deshalb wäre es für Maluna so wichtig gewesen, die Türme zu tauschen, dass die Schwäche dieses Läufers betonter ist. Denn jetzt, und das macht er sehr gut, kann er hier mit dem Turm für Gegenspiel sorgen. Und es ist wieder alles sehr, sehr offen. Denn wie gesagt, auch der schwarze Springer kesselt zwar den König ein, macht aber selber nicht viel aktive Sachen, steht ja auch am Rand rum. So dass jetzt Suns Stellung, ich weiß nicht, ob sie besser ist, aber auf einmal wieder leichter zu spielen ist. Der Bau ist angegriffen. Den zu retten könnte zu weiteren Nachstellungen führen. Also, es kann wieder alles passieren. Wie ist die Zeit? Ja, macht er. Auch noch B5, aber geht 2 vor und den kann er sich schnappen eventuell. Maluna wird eingeplant haben, dass sie dann hier schlagen kann. Jetzt wird's wild. Crunch Time. Absolut. So, Sun sollte schlagen. Ja, das tut er. Die Chance nutzen, den Läufer ein bisschen zu befreien aus seinem selbstgebauten Verlies hier. Was passiert jetzt? Er verschlägt Bauern, weiß auch einen gefährlichen Freibauern hier. Ja. Der Springer könnte sein Comeback machen. Der Turm hat D5 gespielt, auch kein schlechter Zug. Greift den Bauern an und den hat den Nachteil, aber das ist ein schwerer Zug, dass Maluna jetzt ihren Turm aktivieren konnte. Das haben wir gestern schon so ein bisschen, oder vorgestern war noch immer, besprochen im Match gegen Edo P, dass im Endspiel die Türme aktiviert werden müssen. Und hier Turm nach A8 wäre ein sehr guter Zug, den Bauern zu attackieren. Gleichzeitig, na, Turm nach C8 wieder zu passiv. Verteidigt den Kollegen. Aber mit Idee gespielt. Absolut mit Idee gespielt. Sie verlässt sich auch nach wie vor darauf, wenn hier geschlagen wird, dass sie dann hier schlagen kann. Also alles sinnvolle Züge. Und auch das war ja schon ihr Plan gegen Edo P, mit dem eigenen Bauern loszurennen, den Bauern dahinter zu stellen. Sun sollte jetzt, glaube ich, hier schlagen. Er will das, glaube ich, nicht machen, weil er dann den ungeschützt lässt. Aber er hat keine Wahl. Spielt Bauern A3, na, jetzt rennt er los hier. Das hat Maluna drauf hier, den Freibauern-Push. Ja, da kommt er, der C-Bauer. Ja, so häufig ist es im Schach so, dass er die Themen, die man in 1-2 Partien davor hatte, dass sie dann willkürlich oder unterbewusst irgendwie doch wieder auftauchen. Mhm. Man so ähnliche Pläne wiederverfolgt, weil sie frisch im Gedächtnis sind. Der Bauer läuft. Das wäre jetzt nicht leicht fürs Huhn, den zu stoppen.
Man sieht Maluna auch an, finde ich, dass sie jetzt hier Blut riecht. Können wir mal reinhören? Hören wir, was sie sagt? Ein bisschen Druck machen kann. Druck machen? Ein bisschen Druck machen, das ist nett. Ich weiß nicht, ob ich alles durchgerechnet habe hier, was es an Möglichkeiten hier gibt. Oh nee, aber ich hoffe, dass er jetzt nicht auf Zeit verliert. Dass generell, wenn jemand auf Zeit verliert, ist Pain. Was? Dass er auf Zeit passieren kann? Sie hofft, habe ich das richtig verstanden? Ja, Sie hofft, dass er nicht auf Zeit verliert. Ich hoffe, dass Gegner nicht auf Zeit verliert. Ich hoffe immer, dass sie vergessen, dass sie dran sind und die Zeit runterläuft. Gibt doch nichts Schöneres. Ah, hier, stattdessen läuft der Bauer durch. Soon, Alter. Musst du schon gucken, wenn da so ein Maluna-Bauer angeraced kommt. Der ist nicht mehr zu stoppen. Und das war's, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist der Win. Also wieder der Maluna-Plan. Turm hinter den Bauern und losrennen. Er überlegt jetzt natürlich, wie er es stoppen kann. Und das kostet ihm natürlich richtig viel Zeit, weil es keine Lösung gibt. Ja, Maluna und bangt jetzt, dass Soon auf Zeit verliert. Aber ich befürchte, genau das wird geschehen. Es gibt kein. Ah, da, er versucht noch was. Er versucht noch was. Ich mich schon aufrecht hingesetzt. Honor E5. Kein schlechter Zug, plant jemand dem Läufer, noch einen Schach zu geben. Aber sie kann sich jetzt die Dame holen. Diese Dame ist viel wert. Da ist sie. Da kommt das sogenannte Racheschach. Wenn am Ende alle Stricke reißen, nur einen Schach geben. Aber es gibt noch eine letzte kleine Hoffnung. Wenn der König hierhin ginge, könnte der Turm hier ankommen und einen Schachmatt drohen. Das sollte nicht reichen, aber probieren. Probieren muss man es noch. König nach G7. Ja, Schach. Gibt ihm ein bisschen Zeit zumindest zurück. Ich würde den Turm dazwischen ziehen. Er ist verteidigt von der Kollegin. König F8. Auch nicht schlecht verhindert. Alle Mattgefahr fürs Erste. Und wenn Schwarz einmal dran ist, dann kommt hier die Dame. Das Huhn, der Bauer ist jetzt hier echt nicht Priorität Nummer 1. Okay, ist leicht zu kritisieren in so einer Situation. Aber da ist das Schachmatt. Ach du Scheiße, war das heftig. Die, so die. Oh Mann, ey, das Ende. Reingefallen bei mir. Oh mein Gott, so. Erstmal. Sehr, sehr, sehr nice Spiel. Wow. Also das war eine tolle Eröffnung für einen schönen Finalabend heute, finde ich. Das war nämlich sehr, sehr spannend und ja, sehr hohes Niveau, was wir hier gesehen haben. Also mir hat es teilweise wirklich die Sprache verschlagen, weil ich mich so konzentrieren musste. Jan leider nicht. Einfach auch beeindruckt. Es war wirklich sehr lange, dass ich die Sprache verschlagen habe. Nee, ich konnte noch sprechen, aber es war trotzdem von beiden Seiten super gespielt, sehr lange Zeit und ganze Zeit auf Augenhöhe. Und dann Maluna wieder mit ihrem Plan Turm hinter den Bauern und losrennen, Augen zu und durch. Hat ja am Ende dann hier das bessere Ende gehabt. Aber schauen wir mal rein. Okay, Eröffnungshuhn hier mit seiner patentierten, wie heißt das? Das ist Karate Kid? Was war das? Nee, das ist Bonjwa. Achso, das ist Bonjwa. Sagt mir nix. Bonjwa-Land. Also es heißt eigentlich Jobava, aber ich nenne es Bonjwa, damit niemand weiß, dass es Jobava ist. Ah, okay, teuflisch. So. Also es waren eigentlich alles gute Züge hier. Ich habe wirklich wenig auszusetzen. Soon hat früh den Läufer hergegeben. Ich mag Läufer ja ganz gerne, aber Malunas Taktik ist ja häufig auch eher, die Springer schnell loszuwerden. Das weiß ich gar nicht. Warst du zufrieden, dass du mehr Läufer als Springer hattest? Oder wie? Ja, ich habe jetzt über die Zeit dazugelernt. Wer hätte das gedacht, Läufer sind wirklich besser als Springer, ja. Ja, Läufer werden langsam mehr wertgeschätzt. Ja, es kommt immer auf die Situation ein bisschen an, ne? Sorry. Ja, klar. Ja, klar. Lässt sich nicht pauschal sagen, aber das hier war sehr stark. Läufer droht gleich Schachmatt, war Soon gleich unter Druck, hat Soon auch gut pariert hier mit Springer dazwischen. Aber dann konnte Maluna gleich weiter hier rumstressen. Aber alles hohes Niveau, also hier Angriff und auch gut verteidigt von Soon, hat gesehen, er kann mit dem König zur Seite gehen und dann den Angriffsläufer wegnehmen. Aber es war von beiden Seiten stark, die ganze Phase. Bisschen proud auf den Move. Wenig zu meckern. Ja, ich auch, das war so krank. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass du meinen Läufer, also ich war so fokussiert, dass ich es nicht gerafft habe.
Nee, das war sehr gut gelöst. Und ja, es ging die ganze Zeit gut weiter. Also, ich habe wirklich ziemlich wenig zu meckern. Auch hier Damentausch anbieten hat mir gut gefallen, um sich da zu verteidigen. Aber Maluna trotzdem hier mit leichten Vorteilen, weil sie ja vorher Druck gemacht hat, zwar nicht so gefallen hat, aber das ist auch nichts, was jetzt irgendwie ein taktischer Fehler gewesen wäre. An so einer Stellung, der Springer hat hier ein wunderschönes Feld hier in der Mitte, wo er nicht genervt werden kann von den weißen Figuren, weil dein Bauer hier abblockt, dass er jemals angegriffen werden könnte. Und da dominiert er die Stellung ziemlich. Greift den an, kann hier reinspringen, wenn es sein muss. Und da hätte ich ihn sofort hingestellt und dann hier die Türme in die Mitte, weil auch der weiße Läufer den Springer dann nicht wirklich challengen kann. Also da ist immer gut, sowas im Blick zu haben, wo der Springer so ein Outpost, wo er nicht attackiert werden kann. Und von da aus hat er das Brett ziemlich regiert. Aber wie gesagt, Kritik auf sehr hohem Niveau hier. Der Springer sprang gleich durch die Mitte. Und jetzt war eine wirre Situation. Also ich wäre immer noch hier auf das Feld gegangen, aber nach dem Schach und König nach H3 und Bau nach G5 auch wieder gut gespielt. Das sieht man relativ selten. Der Springer kann nichts für machen, aber er blockt auch den weißen König vollkommen aus, der dann so eingeklemmt ist. Und im Endspiel, wenn nicht mehr so viele Figuren da sind, dann will man ja den König möglichst auch mitspielen haben. Also war das gar nicht so schlecht, dass der Springer sich da sozusagen opfert, um den König einzuklemmen. Und ja, Maluna hier immer noch mit leichten Vorteilen. Jetzt kommt der nächste instruktive Moment ist hier, wo Sun den Turmtausch anbietet. Hast du dir überlegt, ob du die Türme tauschen sollst oder nicht? Ja, habe ich. Ich war so darauf fokussiert, dass ich hier auf der dritten Reihe, ich dachte, da ist das matt, deswegen wollte ich irgendwie das die ganze Zeit erzwingen. Und dann war ich so, nee, ich will aber meinen Turm noch nicht hergeben. Und dann war ich so, okay, dann bleibt nur noch ein Springer und ein Läufer übrig. Ein Läufer ist aber stärker. Und dann war ich so, nee, ich trade das jetzt nicht. Also hier ist, glaube ich, richtig gewesen. Also es kommt immer drauf an. Aber wir haben hier halt eine besondere Situation. Zum einen ist der Läufer von seinen eigenen Bauern ein bisschen eingesperrt. Aber das Hauptding ist halt, dass der weiße König von dem Springer echt weggeblockt wird. Das heißt, der König, der im Endspiel auch so über den Daumen gepeilt 4 Eiskugeln wert ist, schwer zu sagen, am Endspiel ist König eine wertvolle Figur, kann ich mitmachen. Und hier hätte Schwarz, glaube ich, einfach jetzt in aller Ruhe mit deinem König in das weiße Lager rennen können. Und Sun hätte nichts dagegen tun können, weil der Läufer ist eingesperrt und der König ist ausgesperrt. Also war eine schwere Entscheidung, aber ich glaube, dass das hier schon wahrscheinlich nicht zu parieren gewesen wäre. Aber es stimmt natürlich, dass du damit. Sorry, erzählst du. Ich hatte auch so ein bisschen die leise Hoffnung, dass sie es vielleicht vergisst, aber dafür ist Maluna auch einfach zu stark, dass wenn ich den Läufer wegmove, dass ihr Turm angegriffen ist, aber dafür ist einfach zu strong. Ah, von sowas. Gehen wir gar nicht mehr aus. Eiser Turner Erd hat Sun wieder ein bisschen Luft gekriegt, hier mit seinem Turm aktiv spielen zu können. Und hier dachte er, ist wieder alles relativ offen. Bauer F3, König vor, Bauer vor. Ah, wieder gut gespielt hier. Und jetzt war so ein bisschen die entscheidende Phase gleich. Ja, genau. Da dachte ich so, okay, jetzt habe ich den Vorteil, weil mein Turm da sehr aktiv ist und ich muss das jetzt irgendwie zu Ende spielen, dass ich da meinen Bauern nach vorne move. Und dann habe ich halt leider einfach die falschen Moves gemacht und Maluna hat das eiskalt runtergespielt. Ja, ist immer noch super kompliziert. Ich kann ja auch nicht aus dem Stegreif sagen, was der beste Zug gewesen wäre. Weiß, sollte er irgendwie den Läufer aktivieren. Also entweder den Bauern schlagen. Lässt natürlich zu, dass der hier weggeschlagen wird. Ich vermute, das hat es nicht gemacht. Aber ich glaube, es wäre trotzdem gut gewesen, um den Läufer ins Spiel zu bringen. Oder vielleicht sogar gleich mit dem Läufer hierhin, um hier einen Schach zu geben. Aber sehr, sehr schwere Situation. Turm nach D5 fand ich okay. Und ich war hier Freund davon, den Turm gleich zu aktivieren. Aber Malunas Plan hat sich wieder ausgezahlt nach Turm nach C8 und den Turm hinter den Bauern stellen und losrennen. Und hier war, glaube ich, letzte Chance für Sun jetzt, den Kollegen hier wegzunehmen und eben zu verhindern, dass der Bauer ankommt. Dann hätte Schwarz hier geschlagen und ich weiß nicht, grob ausgeglichene Steuerung kann alles passieren, ehrlich gesagt. Weiß König ist ein bisschen offener, weiß halt auch den Bauern hier, der rumstressen kann. Der Läufer kann hier ankommen, also hier Computer sah Ausgleich, hätte alles passieren können. Ich glaube, das war der letzte Schlüsselmoment auf jeden Fall, so praktisch, weil danach nach A3, das wissen wir schon, hat Maluna hier ihren EDOP-Plan wieder anwenden können, konnte losrennen. Dann ist super schwer zu spielen. Ich glaube, hier gab es schon keine Rettung mehr für Sun tatsächlich. Und ja,
was soll ich sagen? Ey, hohes Niveau auf jeden Fall. Hut ab an beide. Es war eine super spannende Partie und keine, eigentlich gar keine Blunder drin. Ne? Es war nie so, dass wir gesagt haben, oh nein, der Springer ist ungedeckt, dies, das, jenes. Nur so strategische Sachen, die ich ein bisschen kritisieren kann. Das war, ja, super Leistung. Hut ab. Richtig gute Partie, richtig gutes erstes Match. Und ich habe ja gesagt, so eindeutig wie der Vote da war, so eindeutig ist es dann nicht. Aber trotzdem, Maluna, erste Partie, erster Punkt geht an dich. Und machen wir jetzt Werbung oder machen wir direkt weiter? Weiter. Direkt, was? Weiter. Kran sagt weiter. Okay, weiter geht's. Ihr seid auch noch, ihr braucht keine Pause, ihr könnt direkt ins zweite Match. Jo, gerne weiter. Schaffen wir. Okay. Alles klar. Dann machen wir direkt weiter und genau, tauschen die Farben. Und dann geht's hier in die zweite Partie. Zwischen Maluna. Geht gleich los hier. Ah ja. Partie Nummer 2, Maluna jetzt mit dem Anzugsvorteil, wie wir auch Schach sagt man. Wer beginnt, hat den Anzugsvorteil. Es ist schon anstrengend. Also, wenn man da selber sitzt und dann mit dem Druck und sich so viel Gedanken macht und Angst hat, einen Fehler zu machen, und so, das ist schon auch eine psychische Belastung. Oft wird ja immer so spöttisch gesagt, warum ist Schach ein Sport oder wird Sport genannt? Aber da ist schon was dran, finde ich. Ja, mir war die Diskussion immer relativ wurscht. Das ist schon organisiert wie ein Sport und kompetitiv. Das Bewegungselement hält sich in Grenzen. Also ich glaube, ich vermute, dass es im E-Sport auch ähnliche Diskussionen gibt. Mir war es immer relativ egal. Es ist höchstens wichtig so für, keine Ahnung, Fördergelder und ob irgendwas olympisch ist oder nicht, macht natürlich immer einen großen Unterschied. In manchen Ländern gilt es als Sport, in manchen nicht. Norwegen zum Beispiel gilt es nicht als Sport, lustigerweise. Mhm. Aber sonst, ey. Jeder, wie er Bock hat. So, hier, es wird die Kaukan-Verteidigung gespielt von Soon, die hat er einstudiert. Maluna, ja, dieses Läufer D3 müssen wir noch mal abgewöhnen hier. Kein grober Fehler, aber das sehe ich zu häufig bei ihr. Der Läufer muss dann gleich wieder ziehen, um die Fesselung hier zu parieren. Also Soon mit bequemer Stellung. Und Maluna, Bauer nach G4, auch zweischneidig, schwächt ja immer den eigenen König hier, die Bauern, die Rochade Schutzbauern vorzuziehen. Also hier ist Soon, das hat er auch, ich glaube auch zu Recht, als seine Domäne erkannt, in der Eröffnung sehr, sehr stark, hat hier mit Schwarz gleich leichte Vorteile sich rausgearbeitet. Denn dieser König ist jetzt angreifbar. Und Bauer nach G4, häufig wird es ja gespielt, um die Fesselung hier zu brechen, sozusagen, sorry. Aber hier war es gar nicht nötig. Sie hatte ja schon den Läufer dazwischen gezogen, sodass eigentlich gar keine Fesselung mehr da ist. Sie hätte also auch gleich die Mitte besetzen können. Aber so geschah es. Was willst du an Suits Stelle machen? Er hat schon was gemacht. Auch kein schlechter Zug. Friseur vielleicht. Ha? Willst du den Schnurrbart ab? Vollbart, was wäre dein Rat? Du bist ja auch hier. Ja, hängt ja auch immer, ist ja nicht immer nur Wunschkonzert, ne? Hängt ja auch immer so ein bisschen mit dem Bartwuchs zusammen. Das kann ich jetzt nicht so aus der Ferne beurteilen. Ich finde, das ist, also Soon ohne Schnurrbart würde ich mir schon, kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Ja, ist okay. So, Maluna, da muss man aufhören, den Läufer zu ziehen. Das ist das dritte Mal jetzt. Was haben wir gesagt? Figuren in der Öffnung? Nicht so viel und herziehen. Ja, sie liebt halt die Fesselung. Also hier, zack, den Springer gleich wieder gepinnt. Aber Soon kann relativ simpel Springer hier hin oder auch hier hin. Dann Rochade, das wieder abschütteln. Also Soon steht besser hier am Anfang. Siehst du einen Entwicklungsschritt bei Maluna gegenüber der letzten Teilnahme bei Zugzwang? Schwer zu sagen, da ist sie ja auch nach hartem Kampf gegen Roos rausgeflogen. Das war auch schon, hat sie auch schon gut gespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Blunder noch weniger geworden sind, was ja häufig auch die Erfahrung macht. Also ich sehe, okay, ich kann ja strategisch ein bisschen was kritisieren, König nicht schwächen, Läufer nicht so häufig ziehen. Aber ich sehe eigentlich kaum so Blunder, dass hier eine Figur weggeschlagen wird oder Tschüss-Dame-Situation. Und da sieht man gleich schon sehr, dass sie hier viel im Schachgrind ist. Und ist ja auch tatsächlich sowas natürlich auch. Für das Schachspiel, ich glaube, sehr, sehr nützlich ist, wenn große
populäre Streamerin wie Maluna hier in ihrem Twitch-Stream. Und ja nicht nur wegen Zugzwang, sondern auch so aus Spaß und Erfreut. Auf einmal Schach spielen, also ist gleich das Beste, was passieren kann. Spanner E7 von Soon. Und die nächste Festelung. Was haben wir doch? So was Ähnliches haben wir doch schon mal gesehen. Ja. Jetzt die Frage. F-Bauern ziehen oder nicht? Würde die Festelung brechen? Mir würde es hier auch mit Schwarz in den Fingern jucken, mal Bau nach H5 zu spielen. Gleich den weißen König ein bisschen weiter zu exponieren. Also das Huhn steht besser, aber natürlich noch nichts entschieden. Spielt hier solide. Aluna muss die Entwicklung ein bisschen vollenden, den Springer irgendwie an den Start bringen mal. Ich muss mich da immer selber schützen, die Dame aus der Fesselung nehmen, damit ich nicht drei Züge später wieder vergesse, dass die gefesselt war. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Feld. Da. Noch nicht weg. Hier können sie hin. A5, was heißt das? Ne? Blöd. Oh, okay. Hier gefällt mir noch besser, als hier den Bauern. Den noch so anpeilt. Aber mal schauen. Schwarz viele gute Möglichkeiten, aber jetzt keine, die so offensichtlich die einzig gute wäre. Er kann rochieren, er kann auch hier versuchen, wie ich gesagt habe, den Turm zu aktivieren. Er kann die Fesselung brechen, kann den Läufer angreifen. Häufig ist ja auch gar nicht so leicht, wenn man die Wahl hat zwischen so vielen vernünftigen Optionen, dann herauszusuchen. Auch mal schwer. Greift den Läufer an. Greift den Läufer an. Jetzt wieder die Frage. Springer schlagen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aluna meinte eben, sie hat die Läufer mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Aber ich glaube, im tiefsten Herzen will sie immer noch hier das Pferd weghauen. Ah, ne. Da. Der Läufer bleibt. Hättest du auch gemacht, ne? Dein Läufer in Sicherheit gebracht. Bin ich sicher. Also es ist immer, wie man es macht. Ist uns falsch. Ich bin mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich, ja. Hätte ich es auch gemacht. Du und deine Läufer, das ist wie The Notebook, wie Ryan Gosling und Rachel McAdams. Das ist in der Tat The Notebook basiert lose auf meiner Beziehung zu meinen Läufern. Aber eher so die Phase, wo sie sich nicht an ihn erinnern können. Sie kann sich nicht an ihn erinnern? Ist andersrum? Nee. Sie ist doch dement am Ende, oder? Ach so, ganz am Ende. Wenn sie wieder das die ist ja immer so. Ja, okay. Das fängt ja an im Altenheim. Ne? Okay, das ist jetzt natürlich ein krasser Spoiler, aber ja. Das fängt an im Altenheim. Nee, es endet halt auch. Man weiß doch am Anfang nicht, wer ist, oder? Weiß man es schon? Weiß man am Anfang, dass das die beiden sind? Das weiß man. Schöner Film, The Notebook. Geht ans Herz. Ich bin nicht der Typ, ist normalerweise so für Romantic Comedies. Ja, ist ja keine Comedy. Für romantische Filme. Es ist einfach, aber es ist einfach schön. Es ist ein Liebesfilm. Ein schöner Liebesfilm. Ja. Ein schöner Liebesfilm. Der Liebesfilm eigentlich, der. Ist es, ja, weit vorne. Man muss auch sagen, diese Chemie zwischen Ryan Gosling und Rachel McAdams, ist schon, die waren, glaube ich, sogar auch zusammen zu dem Zeitpunkt. Ah, okay, crazy. Wobei, ich habe dem anderen Typen die Daumen gedrückt. Hier, wie heißt der nochmal? noch ein anderer Typ? Ja, hat sie nicht sogar geheiratet zwischendurch? Ja, ich weiß nicht. Ist schon auch so bekannter Typ, ja, der aus Anchorman 2. Ich komme gar nicht auf den Namen. Hier, Jury Duty. Wie heißt der denn, der Schauspieler? James irgendwas? Naja, wurscht. Auf jeden Fall, ich war ein bisschen enttäuscht als Ryan Gosling. Weiß ja ein Tu-nicht-gut-Eich, dass der sich dann da wieder dazwischen drängt. Und hier Rachel McAdams, eigentlich das Leben kaputt. Wahre Liebe. Ah, okay. Hier komm, ich baue mit meinen... James Marsden, ja. Den meine ich. Ich war Team Marsden. Aber... So ein Schönling auch. Ja, so, ja, so ein glatter... Großer Fan. James Marsden, bester Mann. Auch in Jury Duty, super. Spielt sich selber. So, Dame nach B6. Soon, sehr, sehr guter Spiel, sehr, sehr gute Spielanlage hier. Alle Figuren auf guten Feldern, König in Sicherheit. Maluna hat sich ein paar Blößen gegeben hier mit dem König Schwächen.
Und muss jetzt hier darauf setzen, dass ihre Midgame-Skills das rausreißen. Welchen Chat lesen ihr eigentlich? Twitch oder YouTube? Ich kann das nicht alles zusammen hier bei euch immer? Ja, ja, das ist der Superchat. Das ist der Superchat. Chat Holmgren. So, der Lauf ist angegriffen. Der sollte weggehen. Soon immer noch mit Vorteilen hier in der B-Note. Denn Bauern ziehen niemals zurück. Deshalb diese Schwächung, die ist permanent. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Ein Bauer ist ja eigentlich ein beweglicher. Warum geht der, also wenn man das als Metapher sieht, warum immer nur nach vorne? Ich weiß nicht, weil ich, als ich neulich hier meine Tochter zur Schule bringen wollte und Bauern-Demo war, die haben auch nicht zurückgezogen. Also da musste ich warten, bis sie da schön durchgefahren sind über die Kreuzung. Also hat sich bei meinen Studien bewahrheitet. Mhm. So. Läufer dagegen können zurückziehen. Was macht Maluna da? Was erzählt sie? Sie. Was? Weiß ich nicht. Spanner B4, jetzt geht's hier in den Infight. Gegenangriff. Sie kann den Läufer schlagen. Dame würde zurückschlagen. Dann könnte hier eine lange, komplizierte Abtauschserie folgen. Hier schlagen, da würde ich schlagen, hier schlagen, der Baum ist zurückschlagen. Und dann springen in die Mitte. Also, könnt ihr euch natürlich alle bildlich vorstellen, aber hier nur zur Illustration noch ein paar Pfeile. Und auf einmal wäre Maluna wieder leicht im Vorteil. So schnell kann es gehen. Aber jetzt muss gerechnet werden. Gehirne am Limit. Wie viele Züge rechnest du so in der Schachpartie, wenn du bei dir Janistan TV? Wenig tatsächlich. Also manchmal, oh nein, hier! Da ist der Blunder. Kaum haben wir gesagt, hier Maluna ist blunder-free since 93. Da verliert sie den Läufer. Und Soon schlägt zu und damit Soon mit entscheidenden Vorteilen. Oh, eine Tschüss-Dame-Situation. Und da wird gejubelt bei Soon. Okay, tschüss Dame-Situation. Wir haben es gejinxt, kaum sage ich. Okay. Warte. Scheiße, wie hole ich das jetzt wieder? Freunde, wir spielen jetzt. Was spielen wir jetzt? Partie Nummer 3, würde ich sagen. Ich muss raus. Eieiei. Und da gleich alles weg. Das ging jetzt ja Schlag auf Schlag. Kannst du noch mal zurückspulen? Das ging ja so schnell jetzt hier. Ja, noch mal die Zeitlupe machen. Sprenger ging hier vor, griff den Läufer an, greift zum Gegenangriff, sprang nach B4. Und Maluna hätte hier schlagen können, hätte hier schlagen können. Aber sie vergisst, dass hier hinten der Soon'sche Läufer lauert. Sie dachte, sie tauscht hier nur in Ruhe ab. Jetzt Bau nach C3, schlägt. Und dann kam aus dem Nichts, zack, der Läufer an, hat schlägt die Dame. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nein, hat er sich versteckt. Und das sollte auf dem Level nicht mehr aufzuholen sein. Soon lächelt auch schon entspannt. Die Erleichterung, man kann sie richtig sehen. Standen sich Sachen gegenüber. Aber ich kann hier immer noch nehmen, also warte mal, nicht, dass sie irgendwie nur jede Gabel machen kann oder so, aber das ist ja kein Schach, also alles gut. Und das hier steht halt immer noch. Jetzt aber konzentriert weiterspielen, ne? Nicht jetzt in Euphorie selber was reinstellen. Ja, aber macht er gleich, das hier richtig eben analysiert. Und bei Maluna, ein Fehler kommt selten alleine, ist natürlich jetzt ein bisschen hier rattled. Ah, die Lage war eh hoffnungslos. Lässt er jetzt auch noch den Springer. Oder den Turm schlagen von dem Läufer. Der Highschool-Count sieht nicht gut aus, ne? Sind schon hier 9 bis 10 Punkte weg. Jetzt noch mal kommen 3 bis 5 dazu. So weit kann ich gar nicht zählen. Der Balken sei auch schon hier. Ich mach Feierabend. Ich gehe in den Keller. Wie wir abends immer so 21:30 Uhr, Feierabend, ich gehe in den Keller.
So, jetzt sag noch mal, wie viele Züge? Es kommt auf die Stellung an. Das macht ja keinen Sinn. Du weißt ja, ich kann die Augen zumachen und dann beliebig weit vorausberechnen, aber es bringt meistens nichts. Nach einer normalen Stellung denkt man so 2, 3 Züge voraus, versucht dann, die Lage einzuschätzen. Warum bringt es nichts 5, 6? Weil du nicht weißt, was der Gegner macht. Und je größer der Variantenbaum, der berühmte Wert, desto mehr Fehler schleichen sich da ein. Das steigt ja exponentiell. Deshalb ist es meistens sinnvoller, 2, 3 Züge vorauszudenken und dann die Stellung zu evaluieren, als zu versuchen, jetzt ewig irgendwie in die Zukunft zu sehen. So, der nächste Springer fällt. Der Turm ist nach vorne angegriffen. Soon jetzt mit Dame und Läufer mehr. Das ist schon viel. Immer einen Zug voraus in die Reise genießen. Ja. Ja. Gibt das berühmte Zitat von einem der vielen Schachweltmeister. Ich rechne immer nur einen Zug voraus, aber einen guten. Das ist natürlich Quatsch. Man muss ja wissen, was die guten Züge sind. Aber es gibt ja auch Studien, dass schlechte Spieler häufig mehr rechnen tatsächlich als gute Spieler oder ungefähr gleich viel, weil gute Spieler eben mehr von der berühmten Mustererkennung, dass sie die Schemata viel schneller sehen, leben und deshalb viele Quatschzüge gar nicht berechnen müssen, weil du es eh schon so im Gefühl hast. Also man hat schon das Gefühl, Klischee, dass Großmeister viel mehr Züge rechnen. Ihr Schachspieler seid aber schon so, ja, das ist schon so Control-Freaks, ne? So die Sachen mal auf sich zukommen lassen, einfach mal geschehen lassen. Das ist nicht so, man muss immer wissen, was als nächstes passiert. Was, wenn ich das mache, was macht er dann? So. Ja, ja. Auch im wahren Leben. Also ich plane eigentlich immer 7 Schritte voraus. Lass doch mal die Sachen ein bisschen auf dich zukommen. Okay. Einfach mal gucken, was passiert. Ah, nee, auch beim Schach. Vielleicht kannst du beim Schach anfangen. Einfach mal so ein bisschen. Nee, das ist ein guter Tipp, vielen Dank. Gerne, ja. So, Maluna hat hier eine Figur zurückerobert. Das reicht noch nicht, um den Eiskugel-Count groß zu ändern, aber wird Soon hier nachlässig. Er schlägt hier, er hätte den Läufer einfach behalten können. So ein Läufer kann später noch nützlich sein. Stattdessen geht er auf Bauernjagd, aber hat immer noch eine ganze Dame und 2 Bauern mehr. Also, hier sollte im Normalfall nichts mehr anbrennen. Kann sie machen erstmal. Aber nix tatsächlich. Nee, da kann man nicht mehr führen. Tür ist auch zu weit offen. +12, das ist. Da brennt nicht mehr viel an. Maluna guckt auch verständlicherweise eher unzufrieden jetzt. Nee, dazu sind die Finalisten ja zu stark. Eine Tschüss-Dame-Situation. Davon kommst du nicht zurück. Sie versucht hier nochmal alles. Wütend aufstellen, den Tisch umwerfen, wird sehr schlecht im Onnerschach. Ja, weiß nicht, kann man probieren. Also ändert nichts am Ergebnis. Aber. Ich glaube, Maluna ist nicht so eine Tischumschmeißerin, oder? Nee, auch eben, als sie die Dame verloren hat, war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen beeindruckt, dass sie das dann mit so einem Lächeln und so einem, ja, fast auf eine humorvolle Art. Genau, ich glaube, wenn ich im Finale eine Dame reinstelle, dann. Ja. Würdest du den Tisch umschmeißen? Ich würde ziemlich viele Wörter benutzen, die ich später bereuen würde. Aber das ist ja, wenn du in dem Moment dich geärgert hast, dann ist ja verständlich. So, jetzt noch Turm. Sie ist sozusagen erwachsen. Okay.
Wer findest du erwachsener, Maluna oder Sun? Ich weiß gar nicht, wie alt die beiden sind, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Aber Sun hat halt schon einen Bart, also ich glaube, der ist schon über 30. Maluna weiß ich gar nicht, wie alt sie ist. Mitte, Ende 20? Muss man immer aufpassen. Ich weiß auch nicht. Ich merke mir auf Twitch immer. Sie sind alle sehr jung, außer Nils und du. Deshalb seid ihr auch meine Lieblingsstreamer. Weil da kann ich noch, hat man ähnliche Referenzen, ja. Kann ich was mit anfangen. So, Sun lässt hier immer noch, er ist kein Freund der Läufer. Also er hat so viel Material auf der hohen Kante, dass er sich das alles leisten kann. Aber er sollte nicht zu viele Läufer herschenken. Auch hier wieder, kostet doch nichts, den Läufer kurz wegzuziehen, dann kannst du hier den Springer noch schlagen, den Bauern noch schlagen. Also, ich glaube nicht, dass er sich noch nehmen lässt. Jetzt rennt er auch los mit dem Bauern, er hat immer noch zu viel Holz. Aber ein paar Nachlässigkeiten drin. Jetzt sind keine Läufer mehr da, das stimmt. Ja, wie kann Maluna hier noch Probleme stellen? Das Problem ist, ihr König ist auch so schwach. Wenn sie die Dame angreifen würde, dann käme gleich hier das Grundrein-Schach. Oh, Chat hat eine Pizza mit Sucuk, sprich mal so aus, Käserand und Soße Hollandaise. Ey, ich habe gestern nichts gegessen. Ich habe auch noch nichts gegessen, da würde ich jetzt für töten, ey. Wobei Sucuk, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben Sucuk gegessen habe. Super. Ja, ist so, ist wie sehr Pizza, würzig, Salami, ne? Nur ein bisschen würziger, ist geil. So, Maluna kämpft gegen den Bauern. Boah, ich habe echt Hunger. Ja, jetzt, wo du es gesagt hast. Lass gleich in der Pause hier Pizza bestellen. Oder jetzt von mir aus. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ich mach. Ja. Dann kann ich mich wenigstens irgendwie einbringen hier. Ich nur der Pizza. Versuch die ganze Show mit dir zu reden, aber ich. Du willst ja nur hier die Schachzüge angucken. Tut mir leid. So, warte. Ja, machst du Chuk-Pizza? Warte. Ich muss erst mal überlegen, wie hier die Adresse ist. Bau nach H5. Oh, jetzt kriege ich, je länger ich drüber nachdenke, kriege ich richtigen Ast. Das Problem ist, Hamburg hat meiner Meinung nach wirklich ein ernsthaftes Pizza-Problem. Sucuk-Problem? Ah, Pizza-Problem. Oder sagen wir Liefer-Pizza-Problem. Ja, es gibt so ein paar kleinere manchmal. Ich bestelle auch häufig dann so lokal bei irgendwelchen Italienern. Also die großen, hier Big Pizza, auch nicht so meins. Je größer die Pizza ist, ist, glaube ich, eine Formel. Je größer die Pizzeria, desto schlechter die Pizza. Ja. Oder je größer das Angebot, desto schlechter. Nee, ich meine auch, je größer der Service. Wer sind hier in Hamburg die Platzhirsche? Domino's, Smileys oder Corle Pizza? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht so aus in der Branche. Ich bestelle häufig hier. Beim kleinen Italiener um die Ecke. Wusstest du, dass Sun halb Italiener ist? Was? Hä? Und trotzdem, obwohl Sun halb Italiener ist, drückt Matteo, der ja auch, da wird noch diskutiert, halb bis voll Italiener, eine sagt so, der andere sagt so, Maluna die Daumen in diesem Finale. Die haben natürlich die Hanau-Connection, beide aus Hanau. Und die Hanau-Solidarität scheint größer zu sein als die Italiener-Solidarität. Wie ist Milano Weißpizza? Das weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich immer für Wortspiele, gebe ich immer einen Pluspunkt. Also würde ich sagen, bestell einfach. Okay. So. Pizza, Salami. Bauer F3 hier ist. Obwohl Maluna noch einige Läufer sich geschnappt hat, gibt es keine wirklichen Chancen. Sun könnte jetzt hier matt in zwei Zügen setzen. Dame hier Schach. Dame hier Schach. Wir haben keine Sucuk-Pizza. Oder Dame hier. Dann können wir es nicht machen.
Was? Außer die haben, ja, ich würde auch hier so, keine Ahnung, Salchicha-Pikante. So heißt es auch beim Italiener häufig dann, oder nicht? Das ist kein Italiener, die heißen Milano Weiß. Milano ist auch Mailand. Ist ja, aber das ist, glaube ich, ein Anspruch auf Miami Weiß. Ja, aber mit Mailand. Ja, weil, ja, ey, ich weiß es nicht. Aber deine komischen Sachen gibt's hier nicht. Die haben keine Salchicha-Pikante? Oh, ich habe meine Dame verloren. Nein. GG. Alter, diese, Alter. Diese 50 Spannungen da im Opening, wo ich da eingekesselt war und du von allen Seiten und ich so, holy shit. Aber, du hast mich richtig reingelegt, hör mal. Tschüss, Dame-Situation. Ich sagte ja, die kommt. Jetzt ist sie gekommen, jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich den jetzt Stein vom Herzen. Jetzt bist du glücklich? Ja, ich wusste, dass es eh passiert. Es musste passieren. Jetzt ist es passiert, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles entspannt. Das war wie immer meine Schuld. Ich habe noch gesagt, hier Maluna, kaum noch so taktische Fehler. Tschüss, Dame-Situation. Und zack, 10 Sekunden später, bam, weg. Du hast es gejinxt, ja. Aber bis zu dieser Situation war es eine sehr ausgeglichene Partie, muss man sagen. Mm. Aber ich glaube, Jan war nicht ganz so glücklich über die Königssituation von Maluna da unten. Ja, ich habe so ein bisschen was zu kritisieren gehabt am Anfang hier. Also den Läufer hierhin gefällt mir immer nicht so, wenn der Bauer noch nicht gezogen hat erstmal, weil dann kann der Kollege immer nicht raus. Also schnell rochieren ist gut, aber im Zweifelsfall erstmal den Bauern hier in die Mitte stellen, dann den Läufer dahin und sonst ihn lieber hier oder hierhin packen. Und ja, erst musst du sie nochmal ziehen, um hier die Fesselung loszuwerden. Und dieses Bauer vor dem eigenen König ist halt auch immer zweischneidig. Also ist nicht immer schlecht, aber hier hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Der Läufer war ja eh schon da, um auf die Fesselung aufzupassen. Und Bauern ziehen halt nie zurück, da ist sein König dann später immer ein bisschen geschwächt. Also ich hatte hier ein bisschen was auszusetzen, aber natürlich am Ende die große Entscheidung war hier, das waren alles logische Züge von beiden Seiten, das tun sie auch gut aufgebaut. Sprenger B5, Sprenger B4. Und jetzt hat Maluna gleich einfach übersehen, dass hier hinten noch der Läufer lauerte. Also die Stellung war sogar wieder ganz okay, wenn ich eine lange Schlagserie starte. Hier schlagen, dann hier schlagen, dann hier schlagen, alles wegnehmen und keine Ahnung, Springer in die Mitte. Dann kann alles passieren, sogar Weiß vielleicht mit leichten Vorteilen. Aber da war's. Da kam dann doch aus heiterem Himmel die Tschüss-Dame-Situation. Zack. Dame weg. Und das ist schwer aufzuholen. Also Sun war danach noch manchmal ein bisschen spendabel mit seinen Läufern, aber er war so weit vorne, dass da nicht mehr viel zu machen war. Was soll man sagen? Ja, Sun hat richtig gejubelt nach dieser Damensituation. Ne? Da sind ja auch einige Steine vom Herzen. Ja. Also ich meine, eine Tschüss-Dame-Situation ist halt immer schon, ey, man kann am Ende, kann man immer noch was blundern, so wie ich da die zwei Läufer, aber solange meine Dame da noch auf dem Feld steht, ist erstmal alles safe, aber das ist natürlich erstmal ein sehr krasser Druckablass irgendwie, wenn die gegnerische Dame weg ist, deswegen, ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, einfach nur noch sicher runterspielen, selbst wenn du mal einen Fehler machst, ist nicht schlimm und dann, ja. War sehr strong. Tschüss, Dame. So ist es manchmal. Boah. Wie sieht's aus? Maluna, bist du noch fit? Braucht ihr eine Pause? Wir müssen Pizza bestellen hier sowieso. Ja, weil der Chat angefangen hat irgendwie, nee, weiß gar nicht, wie sind wir darauf gekommen? Und haben wir plötzlich Chat hat irgendwas erzählt. Typ hat sich hier eine leckere Pizza bestellt. Genau, und dann haben wir alle Hunger gekriegt hier. Ja, aber natürlich, was die Regie sagt, geht's weiter? Nee, wir gehen in die Werbung, glaube ich. Ne? Also ihr könnt kurz durchschnaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. 1:1. Spannend. Eddie? Eddie? Hä? Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf Zattoo.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Da
Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zurück zu Zugzwang. Und es könnte ja spannender nicht sein bei diesem großartigen Finale. Es geht um die goldene Kirsche. Echt in Gold gegossen. Und es lässt sich nicht voraussagen, wer hier das Rennen macht. Denn es ist unglaublich spannend. 1:1, nachdem Maluna vorgelegt hat, hat Soon ausgeglichen. Jetzt wird wieder gewechselt. Die Position. Geht hin und her. Jetzt Soon wieder mit den weißen Steinen. Und ein Sieg in dieser Partie würde bedeuten, dass derjenige, der gewinnt, die Verlängerung schon sicher hätte. Also, es geht um viel. Der Druck ist hoch. Soon musste 8 Stunden lang sein Mikrofon anschließen. Maluna musste von Hanau nach Berlin fahren. Beide sind müde, haben noch nichts gegessen. Es geht hier an die letzten Reserven. Ganz genau, so sieht's aus. So, ihr beiden, ihr seid auch wieder frisch dabei? Ja. Komplett frisch. Okay, dann wollen wir uns und euch nicht länger auf die Folter spannen und starten rein in die dritte Partie. Viel Glück. Let's go. Let's go. Viel Glück, viel Erfolg. Weiter geht's. Soon mit Weiß. Bleibt er der Bonchwa-Eröffnung treu? Oder variiert er, nachdem Maluna ja letztes Mal da die Eröffnung sehr gut überstanden hatte? Aber da kommt er wieder, der D-Bauer. Und Maluna weicht ab. Spielt jetzt Bauer nach D5. Aber das ist natürlich Wasser auf Soons Mühlen. Ich werde jetzt den Läufer hier hinstellen und dann mal wieder versuchen, hier mit seinem Springer anzukommen. Das ist sein Plan. Wie würdest du diesen angegriffenen D5-Bauern verteidigen? Mit dem Springer? Oder vielleicht auch mit dem Bauern auf C7? Was findest du da? Ja, im Moment ist er ja noch gut verteidigt hier von Springer und Dame. Also, gibt mehrere Möglichkeiten. Bauer nach E6 ist solide. Sie muss dann nur, wenn hier dieser Angriff jetzt folgt, dann aufpassen, dass es keinen Ärger gibt auf dem Feld. Ich meinte auch davor jetzt. Hat er es natürlich schon gemacht, aber was hättest du gespielt auf diese, also, da, ja, dieser Situation? Hier ist er schon von der Dame noch verteidigt. Also, das war schon okay. Hier im dritten Zug kann man drüber streiten. Hier gibt es aggressivere Möglichkeiten für Schwarz, wie Bauer nach C5. Könnte auch den Läufer rausziehen. Aber gegen Bauer nach E6 ist nichts zu sagen. Und nach Springer nach B5. Ich sag nur hier, der Angriff. Und Maluna reagiert falsch mit Bauer nach E5. Panik. Versucht, diese Diagonale zu unterbrechen. Aber jetzt kann Soon einfach schlagen mit dem Läufer oder dem Bauern. Und sein Eröffnungsstudium hätte sich ausgezahlt. Und deshalb sind diese Cheese-Eröffnungen ja so beliebt, weil sie halt häufig klappen auf dem Niveau. Maluna hätte hier den Springer an den Rand stellen sollen, um den Bauern zu verteidigen oder den Läufer dazwischen ziehen. Aber nach Bauer nach E5 hat sie keins ihrer Probleme gelöst und nur einen Bauern verloren. Muss jetzt trotzdem wieder diese Gabel parieren. Also entweder so oder so. Oder komplizierter Schach und den Läufer hier hin. Das sind die Möglichkeiten. Aber Soon dominiert hier gleich die Anfangsphase. Apropos Cheese-Eröffnung, ey, ich hoffe, der Pizzabote findet die Tür her. Ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, ich hoffe es auch. Wir wissen nicht, was passiert. Die Pizza ist bestellt, kommt sie auch an. Puh, das ist jetzt nicht mehr in unseren Händen. Das große Bangen. Und Läufer nach D6, sie pariert den Angriff, aber hat unnötigerweise Soon einen Bauern hier in den Rachen geschmissen davor. Der Läufer hätte auch gleich hier hingehen können. Hätte sie noch den E-Bauern gehabt. Und trotzdem gut erkannt, dass die Gabel pariert werden musste. Hat nur in Anführungszeichen Bauern gekostet jetzt unterwegs. Das hätte schlimmer ausgehen können. Wenn der Springer hier reingeschlagen hätte, dann hätte gleich der Turm fallen können. Also noch die Kurve gekriegt. Was bist du für ein Pizzatyp, wenn unser Lieferservice hier nicht so verrückte Namen gehabt hätte? Was du deine Default-Pizza? Bin ich sehr, sehr unkreativ. Salami, Knoblauch. Doppelkäse oder nicht Doppelkäse? Nö. Salami, Doppelkäse ist schon. Ja?
Ist halt doppelt so viel Käse. Dann so Knoblauchöl noch. Ich finde, es gibt tatsächlich, obwohl ich ein riesen Käse-Fan bin, ich finde, es gibt zu viel Käse bei der Pizza. Es kann zu viel Käse. Viel? Ja. Ne? Also ich war mal, ich bin nicht so Fan von Quattro Formaggi, weil da weiß man nicht so, ist das geiler Käse jetzt auf der Ecke oder Käse, auf den man nicht so Bock hat. Und das ist so ein Ratespiel, auf das ich mich nicht einlassen möchte. Aber hier mit extra Mozzarella oder Doppelgouda oder was hier draufhauen. Was hast du bestellt? Du hast so scharf. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas Scharfes. Ich war ja im Sucuk-Modus. Ich glaube, ich habe irgendwie. Ja, gab es, glaube ich, gar nicht Sucuk. Ich weiß gar nicht, wie es hier bei Maluna und Soon aussieht. Ich glaube, Soon ist Veganer. Der ist wahrscheinlich kein Freund der Salami-Pizza. Bei Maluna weiß ich es nicht. Aber wenn er vegan ist, dann kann er doch auch kein Käse essen. Was macht er denn dann auf die Pizza? Gibt da ja bestimmt auch Alternativen, aber. Ich weiß nicht. Hast du es mal probiert? Ich habe mich mal einen Monat vegan ernährt, aber dann hat doch meine Faulheit die Oberhand gewonnen. Da wäre ich komplett aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Das ist schwer für mich umsetzbar. Auch wenn ich weniger Fleisch essen sollte, laut meiner Ärztin. Aber schwierig für mich, wirklich schwierig. So, Soon hat hier geschlagen und jetzt, wo er den Bauern mehr hat, geht es daran, die Figuren zu entwickeln. Auch mal Luna. Kurze Rochade hat hier das Eröffnungsduell verloren, hat einen Doppelbauern, den doppelten D-Bauern und einen Bauern weniger. Aber immerhin keinen größeren Materialverlust erleiden müssen, sodass noch alles drin sein sollte. Aber Soon auf jeden Fall mit Vorteilen in dieser Phase. Warum ist der Springer da rot? Hast du den rot gemacht? Hm. Ja, habe ich rot gemacht. Maluna befragt den Springer auf B5. Der geht zurück. Jetzt ja, Malunas Style wäre die Fesselung. Können auch den Springer erst rausbringen. Sie schüttelt den Kopf. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Kommt die Fesselung, ist die Frage. Das ist die große Frage. Ich glaube ja. Hier geht's zu Malunas neuem YouTube-Video. Meine Meinung zu Palworld. Was ist Palworld? Ja, so Survival meets Pokémon. Ah, okay. Survival-Spiele mit Pokémon. Das ist ganz nett eigentlich tatsächlich. Kam so aus, ein bisschen aus dem Nichts tatsächlich. Großer Erfolg auf Steam. Oh nee, sie fesselt nicht. Sie hat jetzt hier ein bisschen. Bisschen defensiver unterwegs. Vielleicht eingeschüchtert wegen der letzten Partie. Versucht hier erstmal alles zu überdecken. Soon auch am Überlegen, eigentlich, er sollte einfach den Läufer rausziehen und dann den König in Sicherheit bringen, das tut er. Also Soon in der Öffnungsphase sehr, sehr stark und jetzt hat er auch eine so kompakte Struktur, sehr schwer irgendwas anzugreifen in seinem Lager, dass er erstmal auch hier vor Blundern sicher sein sollte. Denn häufig, selbst wenn der Vorteil von einem Bauern noch nicht entscheidend ist, aber wenn man im Lager keine Schwächen hat, dann hilft das natürlich auch taktisch, weil du gar nichts falsch machen kannst. Was soll er hier einstellen? Also, ich denke, Soon hier jetzt mit Oberwasser, ne? Nach der Tschüss-Dame-Situation, wirkt auch frisch. Maluna spielt ein bisschen passiv. Soon wieder das Eröffnungsduell gewonnen. Kontiert er zufrieden vor sich hin.
Ich frage, wo der Läufer hätte hingehen sollen. Nimmt sich nicht viel hier hin oder hier. Und ich finde hier ganz okay, weil es den Springer dieses Feld lässt. Und der Springer könnte hier weiter wandern. Nach F4, so heißt das Feld hier, wo er sehr schön postiert wäre. Aluna zieht auch den Springer raus. Also angenommen, also wer jetzt gewinnt, das heißt, dann wäre es 2-1, dann hätten wir die nächste Partie, dann könnte es 2-2 ausgeht, dann sehen wir doch noch einen Armageddon hier. Aber wer 2,5 Punkte holt, hat gewonnen in den ersten 4 Partien. Halber Punkt wäre bei Unentschieden. Korrekt. Kurze Rochade von Sohn. Keine lange Zunge diesmal. Stardew Valley hat nun 200k, das ist ein Hype. Ist doch schon uralt, Stardew Valley. Habe ich bei Gronkh in den 90ern schon gesehen. Ja. Ja, der auch nicht so meins. Ich habe es mal angefangen, weil Chat mal, das ist entspannt hier, wäre ich nicht so hektisch. Aber mir war sehr langweilig. Mich erinnert es zu sehr an Arbeit einfach. Muss dann. Ja, muss seinen Garten pflegen, einkaufen gehen und so. Dann kann ich auch, in Real Life machen. Ja, das ist. Ich brauche Looten und Leveln. Hast du dich mal so mit so Karten, Sammelkarten spielen? So Magic oder sowas? Sagt mir alles nichts. Also, sagt mir was, da habe ich noch nie gemacht hier. Magic oder Hearthstone oder was sie hier mit ihrem Pokémon-Schüssel machen. Kein Plan. Ich habe nur so Upper Deck Basketballkarten früher gesammelt. Ich habe Upper Deck NHL-Karten früher gesammelt. Ich habe sie richtig den Ordner voll gehabt. Großer NHL-Fan früher. Das habe ich nie so verfolgt. Ich auch tatsächlich. Ja, ich habe die Spiele gespielt und dadurch kannte ich NHL-Hockey auf dem Mega Drive. Gute Zeiten. Chicago Zeiten. Mega Drive. Master System. Ist der Vorgänger, ja. Hatte ich auch. Toll, ist auch nicht leicht. Hä, ist der Vorteil, wenn die Eltern geschieden sind, hast du immer zweimal Bescherung. Ich hatte nur so ein Steckschachbrett. Saß ich immer in meiner Ecke. Ich wäre da wirklich gerne mal dabei gewesen, wie das damals war, wie der junge Jan. Junge Jan Gustafsson. Ja, ja, ja. Hast du den Film Die Schachnovelle gesehen? Nee. Okay. Was ist das? Ja, wie heißt der auf Englisch? Ist basiert auf einem deutschen Buch auch namens Die Schachnovelle. Also auch deutscher Film. Ist nicht schlecht, aber baut sich so ein Typ im Gefängnis, während er hier verhört wird, um den Verstand nicht zu verlieren, aus Brotkrumen. So ein Schachbrett. Und ja, spielt dann gegen sich selber. Und wer gewinnt? Ja, das hat man ja selber in der Hand, wenn man gegen sich selber spielt. Ach so. Ich glaube, am Anfang klaut er im Wärter noch ein Schachbuch hier mit schönen Schachpartien. Die spielt dann durch. Dann fängt er an, gegen sich selber zu spielen. Also wird ein bisschen wer im Kopf, man weiß nicht, ob es am Schach liegt oder auch an den Verhörmethoden. Aber ungefähr so war meine Jugend nur ohne das verhört werden und ohne die Brotkrumen. Mhm. So, Maluna hat jetzt doch hier mit Verzögerung die Fesselung angesetzt. Die Schachnovelle war damals Thema im Deutsch-Abi. Ja, ich habe auch in der Schule Referat gehalten über die Schachnovelle. Langes her. Wie war das damals? In der Schule haben dann die Lehrer, fanden die das cool, dass du da so Schach? Also, da warst du doch bestimmt Lehrersliebling, so, oder? Ich war ziemlich anstrengend. Also, ich war ein braver Schüler, so bis so 6. Klasse oder so. Und dann wurde ich
wurde ich anstrengend hier, die gemeine Pubertät. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht und so. Also ich war nicht so Lehrerliebling, leider. Aber was soll man machen? Nachhinein habe ich vieles falsch gemacht. Was mir damals nie jemand gesagt hat, man lernt ja nicht für die Schule, man lernt fürs Leben. Hätte mir das mal jemand gesagt, dann zack, hier. Hätte ich fürs Leben gelernt, Hausaufgaben zu machen. So, nix. Bonner E4, Soon öffnet die Mitte. Aber hat er das hier alles durchdacht? Kann Maluna jetzt hier wieder ihre Fesseltricks machen? Springer schlicht D4. Also, vielleicht vorschnell. Maluna muss jetzt überlegen, sie könnte hier schlagen. Ah, dann, das Feld, das hat schon richtig durchgezählt. Das kontrolliert er dreimal. Da kann ihm jetzt passieren. Maluna kontrolliert es hier. Nur mit den beiden, also nach dem Abtausch. Schlägt zurück. Aber der Springer kann auch hier schlagen. Das wäre relativ gemein. Der Weiß kann nicht zurücknehmen, wegen der berühmten Tschüss-Dame-Situation. Und gleichzeitig droht hier wieder den König zu öffnen. Eine Lochade zu machen, wie es im Fachjargon heißt. Ach komm. Also das hier ist ja die Rochade. Wenn ein Loch drin ist, dann ist die Lochade. Aber sieht sie das? Sie sieht es! Springer schlägt D4. Und jetzt? Soon unter Druck. Pauna E4, er hatte alles im Griff. Er musste sich da auf gar keinen Infight einlassen. Aber er hat es getan. Und wenn man so eine Maluna hier provoziert, dann schlägt sie natürlich zu. Also auf dem Schachbrett. Er schlägt D5. Aber jetzt? Was kann Schwarz machen? Die Lochade. Ach nee, da ist ja noch die Dame. Was kann? Doch. Kann. Die, kann den, das, den Springer schlagen. Ja. Findest du nicht? Doch. Sie kann hier schlagen. Die Dame müsste zurücknehmen, weil der Springer sich nicht bewegen darf, wegen der Fesselung. Die Dame schlägt und jetzt hier schlagen. Und wenn dann zurückgeschlagen würde, dann käme unser Lieblingsthema. Nein. Die Teufelsgabel. Oh, ich wünschte, ich hätte das gesehen. Ich wünschte wirklich, das hätte ich auch gesehen. Das ist schön. Und Turm schlägt E1 gespielt. Maluna ist auf der richtigen Fährte. Und das ist eine Gabel, die hat sie drauf. Das haben wir gegen Smash Lunatic ja schon gesehen. Dame schlägt E1, Läufer F3. Sie hat es gesehen. Soon schlägt und da ist sie. Die Tschüss-Dame-Revanche. Maluna auch ein bisschen am Flexen hier schon. Das freut sie. Jetzt bin ich wieder warm. Was sagt Soon? Fucking hell. Oh nein. Oh, scheiße. Starkes Spiel von ihm. Super starkes Spiel von ihm. Puh. Jetzt sehr, sehr gut. Kann man nichts sagen. Hut ab, eiskalt ausgenutzt hier den Fehler von Soon. Maluna wieder in the zone. Jetzt wird schwer für Soon. Dame Schach, der Turm kann hinterherkommen. Jetzt spricht im Moment alles für Maluna. Ich will nicht wieder jinxen, aber der schüttelnde Zeigefinger ist schon hier. Ist schon eine Ansage. Jetzt am besten wäre es, den Turm hier gleich noch hinterher auf die offene Linie, um die nicht dem Soon'schen Turm zu überlassen. Das Feld hier gleich kontrollieren. Aber es gibt Alternativen. Sie können gleich mit der Dame hier in den Infight hier in den Bauern angreifen. Oder mit dem Pferdchen ran. Auch nicht schlecht. Die Dame hier ranzuholen. Wenn der Dame mehr spielt, sich deutlich leichter Schach, ist so meine Frage. Ja, auch wenn der Druck erstmal so ein bisschen dann weg ist und so, das ist schon deutlich angenehmer. Und wenn du die Dame selber jetzt nicht wegblunderst, hast du ja im Prinzip auch immer einen Blunder. Gut, wenn du sowas anderes verlierst, hast du ja trotzdem Vorteil. Also spielt sich deutlich freier auf. Jetzt hier, Dame hierhin, wäre schon sehr, sehr unangenehm, würde die beiden Kollegen hier angreifen. Es gäbe keine Rettung mehr. Stark so geschieht es. Stark gespielt.
denn los? Lassen sich nicht beide verteidigen. Und es droht gleich matt, wenn hier die Bauern, egal in welcher Reihenfolge, geschlagen werden. Es ist matt. Ja, oh, Germany führt. Ja? Sagt Chat. Chat sagt meistens die Wahrheit. Welchen Ausrüster sollen die Franzosen haben? Le Coq Sportif, ne? Oder Lacoste, ist das französisch? Klingt französisch. Klingt französisch, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, wen die haben, die Franzosen. Nach 8 Sekunden 1-0. So schnell wird hier bei Zugzwang kein Tor geschossen. Franka hat auch Nike. Decathlon haben die. Ja, nee, die haben Nike, aber kriegen nur 50 ja. Millionen. Deshalb sind sie sauer, weil sie sagen, wir sind nur Weltmeister hier und Germany kriegt jetzt das Doppelte, was ist da los? Was ist da los? Soon, ich würde dir gerne gute Ratschläge geben, aber es geht nichts mehr. Ey, überleg, das ist ja auch verständlich. Hm. Ich kenne dich so aus dem Fußball. Argentinien ist Weltmeister. Wer spielt bei Argentinien? Ist ja Maradona, ne? Ja, schon länger nicht mehr. Ne? Seit letztem Jahr schon nicht mehr, oder? Ah, okay. Zack. Schachmatt. Es klingelt. Das ist ja ein Timing. Kannst du Krane kriegt das hin? Ich hab's auch klingeln gehört. Und hier klingelt's auch. 2-1. Alter, also. Hm. Oh, Jesus. Alter. Jesus. Sehr, sehr stark gemacht, Maluna. Junge, 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 die Gabel, ey. Danke, danke. Du hast auch sehr stark gespielt. Es ist wirklich unfassbar schwer gegen dich, wirklich. Ich bin so am Schwitzen die ganze Zeit. Ich hab richtig Herzrasen. Das war echt wieder so eine Situation, wie wir uns da wieder verkabbelt haben, ey, krass. Jedes Mal, ey. Ja, die Tschüss Dame Revanche Maluna geht 2-1 in Führung. Also, ja, waren zwei Phasen in der Partie. Soon hat die Öffnung dominiert, hier haben sich seine Studien ausgezahlt mit diesem sehr direkten Angriffsmuster hier gleich auf den Bauern. Und Maluna ist eigentlich gut pariert, aber du hast unterwegs noch einen Bauern weggeschmissen. Hier Bauer E5, erstmal einen dazwischen gestellt, aber das bringt dir ja nicht so viel. Der war weggenommen und das Problem bleibt bestehen. Ich hätte mit dem Bauern schlagen sollen, ne? Das wäre besser für mich gewesen. Das wäre noch besser gewesen. Ja, ja, scheiße. Also hier den Läufer dazwischen ist okay oder mit dem Springer hier den Angriff parieren. Das wären so die Möglichkeiten. Aber ich habe irgendwie... Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen. Ich dachte, das wäre die Fried Liver, aber dann habe ich gemerkt, dass das spiegelverkehrt ist. Da war ich so, warte mal, das funktioniert dann nicht. ja, gut, da habe ich zu viel gedacht. Ah, okay, ja, ja, stimmt. Es gibt so eine ähnliche Variante, wo man das macht, aber das war nicht hier. Hat mir Kugelbuch beigebracht. Weil, liebe Legende. Läufer. Nach D6 immerhin das Schlimmste hier pariert, nachdem du jetzt erkannt hast, dass das nicht die Fried Liver ist, den Punkt wenigstens unterstützt. Und ja, dann Soon mit Vorteilen hat ein Bauern mehr und sehr stabile Struktur. Erstmal alles normal, beide Seiten ziehen die Figuren in Richtung Mitte. Und jetzt ging Soon hier ein bisschen zu früh in den Infight, musstest du gar nicht machen, weil du hast eigentlich alles unter Kontrolle. Es steht ja alles stabil. Und da muss man sagen, hat Maluna auch eiskalt dann zugeschlagen. Und alle ja, ich hatte H3 mit dem Bauern halt kalkuliert und ich habe dann gedacht, sie nimmt. Ich hätte dann halt mit der Dame genommen. Dann hätte sie, was hätten sie dann gemacht? Was habe ich denn da kalkuliert? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Das sieht ganz gut aus, weil hier ist bei dir noch alles verteidigt. Was habe ich denn mehr ausgerechnet? Hier an. Aber es, da sieht man es mal, dieser eine Bauernzug war im Prinzip das Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende? Ich glaube, es ist der Anfang. Der Anfang, der Anfang von das Ende. Von dir, ne? Vom Ende.
Vom Ende her. Start. Ja. Der Anfang des Endes, geht das so? Der. Komm, wir machen weiter. Warner E4, Fehler und hier Fesselung. Da, Maluna fesselt ja gerne die Springer. Da kennt sie alle Tricks rund um diesen Springer. Und jetzt war es sehr, sehr stark nach E-Schlicht D5. Das war der nächste Fehler. Aber die Reihenfolge war ja wichtig und das war sehr, sehr schlau gemacht, nämlich erst die Türme zu tauschen, um die Dame dann in diese Springergabel zu locken. Also eiskalt bestraft. Weil wenn du erst hier geschlagen hättest, dann hättest Huhn selber noch die Türme tauschen können. Und es wäre erstmal alles verteidigt. Deshalb alles richtig gemacht. So ist das hier. Zugzwang-Finale. Ein kleiner Fehler und zack. Ja. Was soll man sagen? Starke Leistung. Bis auf den Eröffnungswackler hat sich Maluna wirklich nichts zu Schulde kommen lassen und dann auch solide verwandelt. Bist wieder fit oder was? Ich wurde wachgerüttelt von Soon. Ja, Maluna hat sich in der Pause gedopt. Ich sag's doch. Bestimmt ja. Irgendwie den Senf aus der Werbung. Der knallt der rein, ey, wahrscheinlich. Der macht wach für 2 Tage. Ja. Ich war auch schon bestellt. Hier, beide natürlich, den Colin ja. Und den Florentin Senf. Da darfst du nicht kreuzen. Also. Nein, nicht mischen. Das ist wirklich illegal. Ja, damit steht es jetzt 2-1 für Maluna. Und du hast es ja vorhin schon gesagt. Das bedeutet, Maluna ist also schon mal safe in der Verlängerung. Und Soon muss jetzt gewinnen, ne? Du musst jetzt Soon unter Zugzwang. Ja. No pressure. Oha. Hat den Namen der Sendung gesagt. Zugzwang. Ja, letzte Chance. Ja, machen wir gleich weiter, oder? Von mir aus. Ihr soweit seid. Oh. Yes. Wir sollen Maluna noch sagen, dass ihre Cam im Stream gefixt werden muss. Der Chat protestiert, keine Ahnung, was sie wollen. Aber, wurde ja häufiger geschrieben. Okay, Moment. Ich muss dafür mal hier alles wieder anmachen. Mach das erstmal. Wir haben ja keinen Stress. Sollen wir die Pizza holen? Nee. Willst du nicht on air essen? Nee. Okay. So. Boah, ich hab schon Hunger. Ja, nee. Gehört sich nicht, ne? Das macht man nur weg. Nee, das machst du. Hast du schon mal on air gegessen? So, Cam gefixt. Ich weiß nicht, was das Problem war, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung. Die Leute wollen die Pizza sehen, ich sag's dir. Ah, okay, das macht Sinn. Ah, ist über dem Schach. Sorry. Ah. Okay, ist gemacht, Chef. Ich mach alles wieder aus. War Brett vom Kopf. Okay. Alles klar. Ich habe hier 2 Monitore. Ich habe hier hab die erstmal wieder ausgemacht, deswegen kriege ich nichts mit hier. Okay, ich bin bereit. Ich bin auch ready. Los geht es für weiter Erfolg. Geht's. Viel Partie Glück. Nummer 4. Ah, nee, war andersrum, war Kopf vorm Brett. Ah, okay, verstehe. Was? Bei Maluna im Stream. Ihr Kopf hat das Brett verdeckt, nicht der Kopf. Welches Brett? Kopf. Das Schachbrett. Die hat ein Schachbrett? Ja, im Stream, so wie bei uns. Da wird so ein Schachbrett eingeblendet und ihr Kopf war wohl davor. Ah, okay, verstehe. Okay. Das Picture in Picture wahrscheinlich, ne? Oder was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja. So, Bauer E4 und Bauer D6 von Soon. Die sogenannte Pirz-Verteidigung. Benannt nach Wasja Pirz. Er kennt ihn nicht. Er war, glaube ich, Tscheche. Springer F6. Gibt's hier Tschechen bei euch? Ne? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Große Eishockey-Nation. Was ist hier los? Maluna, der Power! Und er wird nicht geschlagen. Wird nicht bestraft. Der Power muss weg. Soon bleibt bei seinem Muster. Aber wenn unterwegs zum Bauer geschlagen werden kann, jetzt hat es gesehen, geht gleich zum Angriff hier über. Kein schlechter Zug, Bauer E5. Wenn der weggenommen würde, könnte der Springer schlagen. Und was droht Weiß dann? Ja, dann droht natürlich hier F7 wieder eine schöne Gabel. Ja. Und auch hier mit dem Läufer. Wäre sogar schachmatt, wenn der Läufer da landen würde. Also. Oh, jetzt wird die Pizza doch gebracht. Warte. Oh,
Siehst du, Jan? Gib mir ruhig, gib mir. Dankeschön. Oh, wow. Das ist aber nett. Ein Service hier. Dankeschön. Ja, mit Pepperoni sogar. Hier. Schöne Bilder, schöne Bilder. Und Soon ist sie am Grübeln. Wie soll er reagieren? Den Bauern schlagen? Oder weg mit dem Springer? Das sind die Möglichkeiten. Die Zeit läuft. Das Spielbrett eingefroren? Ich glaube, Soon überlegt nur. Hier kommt auf jeden Fall nichts Neues rein. Außer der Pizza. Weil die Sache ist, wenn ich das jetzt mache, dann nimmt sie natürlich immer Pferd, das ist dumm. Wenn ich hier schlage, schlägt sie zurück. Ja, ich bin nicht so der On-Air-Esser-Chat, aber ich habe Hunger. Okay. Ehrliches aber, Urteil. Ich bin enttäuscht. Es tut mir leid. Sie sieht tatsächlich besser aus, als sie schmeckt. Bitte. Aber eine sehr tomatige Note. Und den Knoblauch schmecke ich zum Beispiel überhaupt nicht. Er ist keine italienische. Das ist keine richtige italienische Pizza, mein Mann. Hat Milano uns was weiß gemacht hier. Ja. So, Soon schlägt. Wenn der Springer zurückschlägt, dann muss er sich um den Bauern hier kümmern. Aluna überlegt, was sie sollte schon hier. Das wird ja auch der Plan gewesen sein. Milano weiß, ja, hieß die Pizzeria. Ich will ja auch keine Pizzerien jetzt trashen. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Beiß doch einmal rein. Ich weiß, Bundestrainer, Schach, dies, das. Aber wir wollen jetzt alle wissen, wie es schmeckt. Nee, ich warte ein bisschen. Weil es gleich noch leckerer. Warum? Ja, gönn dir alles gut. Aber ich esse ungern on air. Warum? Ja, weil ich hier jetzt hier 4 Schachpartien konnte. Und danach kann ich was essen. Das ist doch nur menschlich. Aber Maluna, sind die Bauern weg? Was überlegt sie da? Ich weiß gar nicht, was die Alternativen wären. Sie hat ihn ja extra vorgezogen, um den Kontakt da herzustellen. Vielleicht hat sie Angst vor irgendwelchen Soon-Gegenangriffen mit Dame nach D4. Aber das würde nicht funktionieren. Vielleicht traut sie ihrem Glück nicht so ganz. Oh. Kann doch sein. Nee, irgendwas scheint sie zu stören, aber ich weiß nicht genau was. Oder sie überlegt, ob sie hier gleich eine Figur reinopfern sollte, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Also ich vermute eher, dass sie befürchtet, dass wenn sie schlägt, dann die Dame herankommt. Und sie schlägt in der Tat nicht, sondern macht die Rochade. Da müssen wir gleich mal nachfragen, was sie sich dabei gedacht hat. Jetzt tun wir der Chance, hier den Bauern zu verteidigen. Mit seinem Springer. Hätte er erstmal wieder einen Bauern mehr. Soon. Mit dem Rücken zur Wand, ja. Muss gewinnen, um in die Verlängerung zu kommen. Eieiei. Er überlegt. Beide nehmen sehr viel Zeit hier in den ersten Zügen, diesmal schon. Ja, ich glaube auch, sie hat Angst vor Dame D4, sagt auch der Chat. Können wir nochmal illustrieren. Springer reinschlägt. Dann die Dame, um den Springer anzugreifen, den Läufer. Aber es kann das parieren. Zum einen könnte sie dann hier schlagen.
ein Schachgebot und zum anderen könnte auch die Dame hingehen. Aber ich vermute auch, das hat sie gestört. Deshalb die Rochade und Soon macht es richtig. Spielt Speer nach C6, überdeckt den Bauern. Und Maluna wieder mit ihrem Trademark der Fesselung. Also selten so viel gefesselte Pferde gesehen. Bist du Western-Typ? Ja, ja. Mhm. Hast du deinen Lieblingswestern? Sagen, spiel mir das Lied vom Tod. Ah, Klassiker. Du? Ich weiß nicht genau, ey. Unforgiven, gut, der ist ja schon so ein bisschen so Meta-Ebene, aber finde ich schon ganz cool, so der alte. Also Eastwood. Anti-Western. Ja, ja, ist so ein bisschen so hier, so reflektiv auf die Karriere. Sonst auch so die alten Klassiker hier, die vier Söhne der Cathy Elder, der Mann, der Liberty Valance erschoss. Butch Cassidy. Sundance Kid. Ja, das war mir zu Hollywood, der Paul Newman hier, Robert Redford. Oh, was ist das denn? So ein geiler Film. Ja, ist ein geiler Film, stimmt schon. Spiel mir das Lied vom Tod, zwei glorreiche Lunken. Ah. Viel Western geguckt. Das habe ich nie verstanden. Er ist auf Deutsch zwei glorreiche Lunken, auf Englisch The Good, The Bad, The Ugly. Das sind ja drei, oder? Eigentlich, es geht ja auch um drei. Ja, eben. Warum zwei? Können wir hier nicht drei glorreiche Lunken nennen? Ja, es sind ja eigentlich nur zwei Halunken. Naja, es sind ja schon. Ja. Lee Van Cleef ist auf jeden Fall Halunke. Ja, es ist. Ich mag ja auch die Terence Hill und Bud Spencer Western sehr gerne. Linke und die rechte Hand des Teufels. Ja, das war nie so meins. Nee? Nein. Gerne. So, Speer nach G4, Soon versucht hier mit aller Macht den Bauern zu behalten, aber wenn der Springer einfach gekickt wird, was machst du dann, Soon? Und so geschieht es. Bauer nach A6, nee, er verliert den Affen, jetzt kann Maluna hier schlagen und dann da schlagen. Und zwei Springer zum Preis eines Läufers erringen. Wäre noch nicht ganz vorbei, denn Schwarz kann dann hier das Geschehen verlängern, aber auf jeden Fall, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, Maluna spielt aber auch wirklich gut. Also es ist. Ist schon stark. Aber Speer nach G4, es hat Soon sich hier ein bisschen selber eingebrockt. Soon legt ja viel Wert so auf die Öffnung und Fundamentals und zack. Dann haben wir den Springer wild durch die Gegend zu springen. Kannst nicht bringen. Kannst nicht bringen. Kannst nicht bringen. Auf nach G7, entwickelt jetzt, verteidigt den Bauern. Er hätte auch hier schlagen können wenigstens. Da noch einen Bauern einsacken und selber fesseln. Aber was macht Maluna jetzt? Dame raus wäre eine Idee. Sie könnte den Bauern noch behalten. Ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Sie können ihn vorziehen. Eins. Eine Eiskugel. Was heißt da diese, ist mir auch schon aufgefallen, bei Stockfish, diese Tiefe, Def 20, und das kann man ja auch einstellen, wie tief, wie weit, wie gut der denken soll, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie weit er bisher gerechnet hat, also je mehr Zeit du ihm gibst in der Stellung, je schneller die Engine ist, desto schneller erreicht er eine hohe Tiefe. Also hier hat er 20 Halbzüge weit gerechnet, sozusagen. Aber er hat meistens recht, egal auf welcher Tiefe. So, Maluna zieht den nächsten Springer raus und Soon schnappt sich den Bauern hier. Also noch alles offen. Maluna zwar mit Figur mehr, aber Soon hat was, zwei Bauern dafür. Weiße König, bisschen geschwächt. Hier ist noch alles drin. Und sie kann hier nicht wie gewohnt den Läufer jetzt vertreiben, denn es ist ja kein Haarbauer mehr da. So muss sie das Problem irgendwie anders lösen. Vielleicht hier mit der Dame irgendwie raus. Aber noch alles relativ offen. Weiß steht besser wegen der Mehrfigur, aber nicht leicht zu spielen, die Stellung. Wenn es für Soon jetzt relativ einfach ist, Rochade, dann hier irgendwie attackieren. Dame nach E1, er versucht sich sofort zu entfesseln, nimmt hier die Lochade in Kauf dafür, aber geht aus der Fesselung, greift den Bauern an. Wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Das hat schon alles Hand und Fuß, was sie da macht. Guckst du so in deiner
wenig Freizeit, guckst du andere Twitch-Streamer, Streamerinnen? Guckst du da manchmal rein? Oder? Ich guck da manchmal rein, ja. Aber ja, ist halt wirklich echt ein Zeitproblem, ne? Boah, schlägt. Ja, was sind so deine Twitch-Tipps? Also natürlich hier die Fabian Krane, June, ist ja klar, die sind alle super. Also wie gesagt, Thomas Middleditch, ja. Der spielt zum Beispiel Red Dead Redemption Roleplay. Oh, oh, oh. Der hat da so einen Charakter und dann reitet er und spricht auch mit so einem Western-Accent und macht da richtig Roleplay auf seinem. Also es ist teilweise, manche würden sagen, vielleicht sogar langweilig. Dann sitzt er in irgendeinem Saloon, spielt da Karten eine halbe Stunde, komplett in der Rolle drin. Aber ich finde es irgendwie auch ganz faszinierend, da mal zuzugucken. Was kann ich denn noch empfehlen auf Twitch? Ja, ich habe halt so meine Dark Souls-Leute und so Elden Ring-Leute. Ouroboros. Mag ich gerne. Du? Was guckst du? Ich guck wenig Twitch, ehrlich gesagt. Also ich bin eher so auf YouTube, verliere mich manchmal so auf durch Videos klicken. Aber Twitch relativ wenig. Ich gucke natürlich hier meine Schachstreams. Es gibt ein paar Nationalspieler, die auch streamen hier. GM, Rasmus Swane, Frederik Swane, was die so machen. Was die Schachskills tun. Aber sonst tatsächlich nicht so viel Twitch sonst so. Ja. Nie EduP tatsächlich? Nee, das kann ich auch nicht empfehlen. Aluna gucke jetzt auch nicht viel, aber wenn sie Schach spielt, gucke ich mir das natürlich manchmal an. Ja, das finde ich gut, dass du als der Bundestrainer guckt, dann, ja, das ist so, wie wenn der Bundestrainer auch mal in die Landesliga geht und guckt, was da so passiert. Absolut, absolut. Nie den Kontakt zur Basis abbrechen lassen. So sieht's mal aus. Ah, sonst nicht, ich überlege gerade. Wenig. RBTV gucke ich natürlich immer gerne auf allen Kanälen. Ist ja klar. Aber auch RBTV, ne? Die machen ja so viel Premium-Content, das kann man ja gar nicht alles gucken, was da. Irgendwas verpasst du immer. Ist ein Zeitproblem. Ne? Das ist so, man kann es gar nicht alles gucken. Und natürlich, das brauche ich dir nicht sagen, Nils Bomhoff live, also da, egal was gespielt wird, das ist fantastische Unterhaltung. Also da bleibe ich schon mal 6-7 Stunden hängen. Ja, da habe ich mir teilweise schon Urlaub genommen, einfach um da am Ball zu bleiben. Ich stelle mir auf jeden Wecker, weil der fängt ja immer 12 Uhr mittags an und dann muss man bereit sein. Ach, der streamt jetzt immer mittags? Echt? Ja, mittags bis nachts. Also so. Ah, ja. So 12 bis 24 Uhr sind, glaube ich, die Standardzeiten. Ja. Nee, das gucke ich mal super gerne. Aber ich glaube, das war es auch einigermaßen. 2:0 für Deutschland. Damen und Herren, E4, Maluna hat sich den König hier ein bisschen öffnen lassen, aber sie hat nach vor ihre Mehrfigur und sie hat das Problem der Fesselung hier auch gut gelöst. Und versucht jetzt hier Schwächen im Soon-Lager zu finden. Kann alles passieren, aber Maluna hat das erstmal gut gelöst. Ich gucke heimlich Bonchwa. Hier, Leon finde ich immer super. Matteo, ja, sehr parteiisch in diesem Finale, hat sich hier als Team Maluna ganz klar positioniert. Aber du weißt ja, wie es ist. Man muss so viel Serien gucken, Filme, Kinder. Zocken. Zocken. Schachbundes trainieren. Also, dann die ganzen. Ja, ist das nicht genug Zeit? Guckst du Curb Your Enthusiasm? Neue Staffel noch nicht, die gibt's noch nicht auf meinen 47 Abos, aber ich hab nur Gutes gehört, also ich bin natürlich heiß. Und sonst Curb Staffel 3 bis 5 für mich immer noch die Krone der Comedy. Also weißt du, ich lache nicht sehr häufig, aber Curb liege ich wirklich auf dem Boden. Du lachst mehr innerlich. Auch das selbst. So, dann die 7. Dame G4 bietet den Damentausch an. Das sollte Soon nicht machen. Ja, hau rein. Ich komm, ich esse ein Stück mit. Mhm.
Ist nicht besser geworden. Na, ja, ist okay, ist okay, ist scharf. Habt ihr eine Mikrowelle? Ja. Halbe? Fortnite 5, gut gespielt von Soon. Er muss ja dem Damentausch aus dem Weg gehen und die Spannung aufrechterhalten. Greift die Dame an und dann kann Schach geben. Aber immer noch wirre Stellung, nicht so die üblichen Muster. Also, hier ist, glaube ich, noch gar nichts entschieden. Also ich bleib dabei. Zwei Probleme. Mhm. Wo ist der scheiß Knoblauch? Ich schmeck ihn nicht. Und es ist mir, es ist, man sieht es hier auch, ne? Man sieht hier auch diese Tomaten. Es ist eine sehr tomatige Angelegenheit. Was ja, ist ja okay, aber es ist. So. Dame C4 Schach. Der König kann ausweichen oder der Bauer dazwischen. Oder der Turm. Oder? Oder der Turm. Soon 1991. Könnte ein Fingerzeig auf sein Alter sein, vielleicht das 1991, ne? Weiß es nicht. Das ist eigentlich eine gute Variante. Hätte ich vielleicht auch mal überlegen sollen. Weg. Das Alter, das Datum ins. Bauer nach F4. Aluna ist schon wieder auf Krawall gebürstet hier. Versucht ihren Doppelbauern aufzulösen, aber löst damit natürlich auch den Soon'schen Doppelbauern auf. Schwächt den König noch ein bisschen. Also hier ist noch absolut nichts entschieden. Die schwarze Störung spielt sich sogar ein bisschen leichter, finde ich. Ups. König hier ist sicher. Auf nach H6. Was ist das für ein Zug? Zu kompliziert gedacht schon wieder, Soon. Einfach schlagen. Mhm. Jetzt kann Maluna sich hier bedienen. Und das ist mir zu deep. Chat meint, er ist 1,991 groß. Das könnte auch sein. Boah, ich habe Soon gesehen bei eurer Weihnachtsfeier hier. Ich glaube nicht, dass er so groß ist. 1,91, wie groß bist du? So über 1,90. Ich bin so 1,93. 1,93. Das ist schon merkwürdig. Du bist so ein NBA-Fan, du bist groß, aber selber nie Interesse gehabt, mal Basketball in die Hand zu nehmen. Man kann nicht alles machen. Weißt du, wie es ist? Naja, doch. Hm. Hobbymäßig. Ja, weiß ich nicht. War nie so meins. Das dieses Geräusch, wenn der Ball durchs Netz geht. Das ist so schön. Nee, ich bin Fan, aber wirklich nur passiv. Wobei, nee, früher zur Schulzeit haben wir schon ab und zu gespielt, natürlich. Ja, ich rede jetzt ja nicht von Schulbasketball. Du hättest. Und mit Basketball kannst du richtig Kohle verdienen. Du hättest in die NBA schaffen können. Ich war so nah dran. 1,93 ist ja wahrscheinlich der größte Mensch der Welt. Da hätte ich eigentlich nicht mehr viel können müssen. Ja. Ich kann einfach da rumstehen und groß sein. Bauer nach 4, stark gespielt von Soon. Dame nach G4 drohte, aber Maluna erkennt das und macht zack, sofort den Weg zu.
Welches ist dein NBA-Team, wird hier gefragt? Schwer zu sagen, ich bin hauptsächlich Hater. Ich bin eher immer so gegen LeBron und gegen James Harden und so. Ich weiß nicht, hier Dallas wegen Dirk war ich natürlich schon immer Fan. So ganz früher Orlando Magic, so Shaq und Penny, da bin ich so ein bisschen reingekommen. Jetzt aktuell so aus ästhetischen Gründen, Denver Jokic ist schon geil. Also, was der Typ für einen Touch hat und was er für Pässe spielt. Schon schön anzusehen. Aber. Guckst du denn dann auch alle NBA-Spiele so? Nee, ist auch wieder das Zeitproblem, ne? Also, die fangen ja meistens 1.30 Uhr bei uns an und dann ist selbst für mich zu spät häufig. Und morgens habe ich auch selten die Muße, bevor ich Ergebnisse gecheckt habe, mir jetzt irgendwie ein Spiel anzugucken. Ab und zu gucke ich so ein viertes Viertel mir an. Und in den Playoffs dann spannend wird, dann bin ich ein bisschen mehr dabei, aber nicht viel. So, hier, aber. Apropos, wenn es spannend wird. Wir haben hier Zugzwang-Finale. Dame nach E8. Bauer nach B3. Maluna sichert den Bauern, der angegriffen war. Gute Boardvision. Aber sie muss nach wie vor sehr, sehr aufpassen, dass es ihrem exponierten König hier nicht an den Kragen geht. Also für mich ist immer noch alles offen. Bauer nach G5, gut gespielt von Soon, öffnet den Weg für die Dame, um hier vielleicht ein Mattnetz zu basteln. Ein Mattnetz? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja, ja. Ein Mattnetz. Klassische Mattnetz. Maluna sollte vielleicht erstmal Schach geben. Aber die Dame schnell wieder hier rüber Richtung König bringen. Denn hier macht sie nicht so viel gerade. Ist auf der Uhr auch nicht mehr so viel Zeit, die beiden, ne? 2 Minuten. Ja, ich glaube, da könnte jetzt gleich ein bisschen was passieren. König F1, sie entscheidet den König händisch aus der Gefahrenzone zu bringen. Finde ich kein schlechter Plan. Gar kein schlechter Plan. Finde ich interessant, habe ich auch überlegt. Mir hat der auch dann auf G1 nicht so gut gefallen, finde ich. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall hat sie die Gefahr erkannt, dass der König hier droht, eingekesselt zu werden. Versucht wegzurennen. Mal gucken. Ist natürlich jetzt auch die Nervenbelastung enorm, ne? Wenn du so kurz vor der Zugzwangkrone stehst. Puh. Und Soon jetzt schon im roten Bereich hier, was die Zeit angeht. Soon am Limit. Soon Unlimited. Ah. Bau nach A5. Ja, es geht nicht um den A-Bauern hier. Aber ich glaube, das ist auch nicht seine Sorge, sondern er möchte hier den Turm ranholen, um weiter Stress zu machen. Also, hat noch Ressourcen. Aber auf lange Sicht hat Weiß natürlich das extra Material hier. Was jetzt? Turm E1, da kaum hatten wir den Königsmarsch angekündigt, stellt sich der Turm in den Weg. Was soll das? Dass Soon jetzt hier mit seiner Dame ankommt, dann muss Maluna wieder sehr, sehr aufpassen. Hat sich hier selber den Fluchtweg ein bisschen verbaut. Ja, vielleicht denkt sie da an E5, den Bauern angreifen. Wenn sie vollzieht, holt sie sich A5. Wirklich wär's. Hier kommt die Dame. Und jetzt auf einmal der Alarmstufe Rot für den weißen König. Also es ist noch zu parieren alles, aber nicht mehr so einfach. Also gefühlt. Jetzt Soon wieder gut im Aber Soon hat nur noch 30 Sekunden, also das kann man natürlich auch ausnutzen, indem man ihn zwingt jetzt. Das ist eine mächtige Trunk hier. Und ich sag mal, das ist schwer zu spielen. Dame schlägt C6, kontrolliert das Feld. Aber wenn Soon jetzt hier D5
den Bauern in den Weg stellt, dann droht er sowohl Dame H1 Schachmatt als auch hier Dame H3 und Dame G2. Und das ist nicht mehr gut zu parieren. Also Sun jetzt mit der ganz großen Chance hier, das Geschehen noch zu drehen. Aber er gibt das Schach und jetzt kann man nur die Dame dazwischen ziehen, wenn sie das denn sieht. Und damit wäre sie wieder auf der Siegerstraße. Also, nee, sie sieht es nicht, sie läuft mit dem König weg, aber auch das ist keine schlechte Option. Aber Sun hat nur noch 15 Sekunden. Aus seinem Netz. Muss jetzt schnell ziehen. Sun, du musst ziehen. Ja, er musste im Zug vorher, das war die Chance. Hier, das Netz schließen. Jetzt läuft der weiße König weg. Und dann kann Maluna in aller Ruhe ihren Zeit- und Stellungsvorteil ausnutzen. Da war die große Chance für Sun. Ei, ei, ei. Das würde ihn ärgern, wenn du es ihm gleich zeigst. Obwohl, nee, glaube ich nicht. Ja, noch ist nicht vorbei. Aber. Oh, was ist jetzt los? Blunder! Blunder, Dameneinsteller von Maluna. Der Turm. Und sie merkt es. Ich kann nicht. Dame-Situation. Tschüss, Dame-Situation. Oh mein Gott. Aber trotzdem. Okay, 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 okay. Sicherheit. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, Chat. Wir brauchen Zeit. Okay. Zeit, 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 Zeit. Erstmal ein paar sichere Moves machen. Uff, und hier. Ja, das ist. Ja. Fehler kommt selten allein. Oh, er schlägt den Turm nicht. Sicherheitsmove. Er hat den Ball ein bisschen aufgeregt hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, danke. Gott sei Dank gibt es 10 Sekunden Increment. Oh mein Gott. Hätte er einfach wegnehmen können, den Turm? Ja. Jetzt schlägt er. Der hat die Dame. Hei, hei, hei. Da dachten wir schon, Maluna hat's überstanden, aber jetzt weiß Sun, dass er das Blatt gedreht hat. Die Pizza wird noch kälter werden. Im Moment spricht alles für das Armageddon hier. Nach D5. Maluna hier. Starke Leistung in diesem Finale, aber 2 Dameneinsteller, die werden halt weggenommen. Und dann sind 2 Punkte weg. Der Computer regt sich auch schon auf hier. Ja. Was da nochmal erwähnt, ein Unentschieden wäre gleichbedeutend mit einem Sieg für Maluna. Ja. Aber falls es hier doch noch zu einem Putt kommt, ich sag's nur. Ah ja, du zeichnest es ein. Doppelangriff, Schachgebot und dann den Springer wegnehmen. Eieieiei. Nicht gesehen. H7. Jetzt könnte sie den Springer stabilisieren. Springer sind trickreich, aber Maluna auch nicht mehr ganz dabei. Lässt sich den Springer hier wegnehmen. Und das war's natürlich. Also, da die Tschüss-Dame-Situation hat sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich. Verständlicherweise. Also. Oh nee, und Sun sieht's auch nicht, was ist denn los hier? Was ist denn jetzt? Die Nerven liegen blank. Gehirn am Limit. Ja, im Zweifelsfall Sun einfach Schach machen, dir die 10 Sekunden holen. Ja, aber Springer haben oder nicht haben, so ein Springer ist schon lästig. Ja, jetzt, klar. Springer 3 rettet ihn auch, stellt ihn allerdings erstmal passiv. Dass Sun jetzt wieder hier Zeit hätte, loszulaufen. Und das tut er. Mit dem Turm alleine wäre es schwer für Maluna, jetzt noch irgendwas zu drohen. Ei, ei, ei. Sie bringt den König noch mal in die Mitte. Jetzt könnte die Dame ankommen. Oder Sun kann einfach seinem Plan treu bleiben. Den Bauern rennen. Wird wahrscheinlich den Springer kosten, oder? Ja. Also die Nerven liegen blank bei beiden jetzt. Aber Sun hat die extra Dame, was natürlich ein recht wichtiger Faktor ist.
Zumal es auch nicht so schwer ist, für ihn zu spielen. Er kann einfach losrennen mit dem nächsten Bauern, versuchen, sich noch eine Dame zu holen, die dann mindestens den Turm kosten würde. Aber er sagt hier, ich versuche mir erstmal den Bauern zu schnappen. Auch nicht falsch. Jetzt könnte Sun den Turm gewinnen hier, indem er Schach gibt. König hier in die Mitte zwingt, dann noch ein Schach. Aber dadurch, dass der Turm gefesselt ist, spricht auch nichts dagegen, wie er es macht, einfach mit dem Harborn auch noch loszurennen und auf die Suche nach einer Zweitdame zu gehen. Turmschütze 5 beseitigt den Bauern. Also, Maluna baut ein Wunder oder ein Patt. Aber wahrscheinlich ist es natürlich nicht. Dann sollte Sun diese Partie gewinnen, müssen wir gleich auslosen. Ne? Hier Armageddon. Dann gibt es wieder Beschwerden, wie unfair es ist. Armageddon. Heieiei. Irgendwie muss man es entscheiden. Ja, es muss zu Ende gehen. Ist auch nicht unfair, Chat. Aber jetzt hier F5 und. Da ist der Doppelangriff. Und. Der Turm fällt. Und jetzt. Ja. Das Treppenmatt kennst du. So, so. Okay. Hier sollte nichts mehr anbrennen. Hei, hei, hei. Jetzt keinen Fehler machen. Aber es ist nicht so schwer. Ja, es ist nicht so schwer. Zack. Ja, okay. Zack, zack. Und. Wow. Oh Gott, 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 oh Gott. Damn. Okay. Eieieiei. Unsere Pizza wird kalt. Was macht ihr? Wahnsinn. Wieder eine Tschüss-Dame-Situation, die Maluna ja, das Genick bricht. Diese Damen. Damen sind schon, boah. Ah, ja, ja, aber ganz ehrlich, es ist im Sinne der Sendung, könnte es nicht besser sein, weil spannender geht's nicht. Es ist das erste Armageddon in dieser ganzen Turnier. Staffel, oh, in diesem ganzen Turnier. Und was gibt's Schöneres als dieses Armageddon um den Pokal? Wow. Ich habe in meinem Leben noch nicht einmal Blitz gespielt. Hm. Ich auch noch nicht, wirklich. Okay, gut, also, gut, gut. Also die Regeln auf einem Level bleiben fast gleich. Jetzt kommt ein bisschen was dazu. Nämlich, Jan? Ja, wir spielen die Entscheidungspartie. Beide Seiten kriegen 5 Minuten und keine extra Zeit dazu. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen schneller sein. Und wer die gewinnt, hat alles gewonnen. Es gibt die Sonderregel, wo Chat immer protestiert, die aber nicht so viel ausmacht. Es wird höchstwahrscheinlich nicht unentschieden ausgehen. Dass bei Unentschieden Schwarz gewonnen hat, weil Weiß ja einen kleinen Vorteil hat. Und wir losen gleich aus. Erstmal machen wir Analyse, wer denn mit Weiß oder mit Schwarz anfängt. Aber um euch hier nicht zu sehr zu foltern, schalten wir einfach hier in die kritische Phase. Maluna hatte eine Figur mehr, aber ihr König war bisschen offen. Das hast du in der Situation auch die ganze Zeit so gut gemacht. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie rüber und du hast alles blockiert, ey. Und ja, am Ende habe ich nicht richtig gesehen, ne? Okay. Ja. Ja, also hier hatte Sun die Chance tatsächlich, den König zu erwischen nach Dame schlägt C6, indem er erst Bauer nach F3 spielt, damit verhindert, dass der König wegläuft. Und dann wäre es hier sehr, sehr schwer gewesen, das Schachmatt zu parieren. Aber es kam erst das Schachgebot, dadurch konnte der König wegrennen, Bauer nach F3. Und jetzt hat Maluna gleich auch unmittelbar nach ihrem Zug gemerkt, der Dameneinsteller, wenn du hier wegläufst mit dem König, dann hast du Figur mehr, erstmal deine Ruhe. Dann geht's andersrum. Aber ja, die Tschüss-Dame-Situation, davon gab's kein Zurückkommen mehr. Aber was war da die super krasse Chance für Maluna in dem Move, weil Balken so komplett ausrastet? Naja, du hast eine Figur weniger. Also wenn du nicht sofort Matt setzt, dann verlierst du halt langfristig. Also und hier, wenn sie den König in Sicherheit bringt, dann ist nicht mehr viel zu holen für Schwarz. Deshalb sagt Balken hier, sieht schon schlecht aus. Aber ja. Schach ist grausam. Einmal nicht aufgepasst, dass da hinten noch ein Turm steht. Und zack. War zu spannend. Und dann kam auch noch die Zeit dazu. Oh Gott.
Ja, am Ende viel Drama, aber Hatsune dann gut verwertet. Wie ist es? Braucht ihr noch eine kurze Pause vor der Entscheidungspartie? Durchschnaufen? Ich bin bereit. Ja, machen. Ich würde ganz kurz pinkeln gehen, tatsächlich, damit ich mit leerer Blase spiele. Aber ich bin super schnell. Also ich mache nur noch 15 Sekunden. Wir machen erst die Auslosung. Okay. Dann machen wir eine kurze Pause. Okay. Dann bin ich gespannt, wie viele Stücke du in der Pause schaffst. Und dann geht's ins Armageddon. Ich nehme mal hier zwei Schachfiguren. Eine schwarze, eine weiße. Eigentlich braucht man ja nur eine, aber ist egal. So, mische die. Du musst gleich auswählen. Ich muss auswählen? Ja, ich weiß ja selber nicht. Okay. Du entscheidest. Okay. Ach so, nee, wie. Aber für wen wähle ich denn aus? Das ist, also können wir es dann auf Jan schieben, wenn wir jeweils verlieren? Das wollte ich eigentlich machen, aber du wählst aus für. Finde ich gut. Für wen willst du auswählen? Dann suche ich. Das ist beides sehr viel Verantwortung jetzt. Ich suche dann für Maluna die Farbe aus. Also die Farbe, die Hand, die ich wähle, das ist Malunas Finalfarbe. Okay. Meine Glückshand. Okay. Ich nehme. So? Ich nehme die linke Gardehand. Also. Du hast ja auch nur überkreuzt, das macht es doch komplizierter. Ja. Du bist Linkshänder. Ich wähle die Figur, die in deiner linken Hand ist. Es ist schwarz. Schwarz. Okay. Schiebung! Also. Ich will es dir jetzt schon mal gesagt haben. Einmal kurz. Also, Maluna reicht ein Unentschieden theoretisch. Dafür darf Soon anfangen. Das gibt es jetzt gleich nach der Werbung. Wir machen noch mal ganz kurz Pipi-Pause und dann geht's hier wirklich ins große Armageddon und die Entscheidung. Bis gleich. Bis gleich. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanz Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder. Großmeister Jan Gustafsson, frisch gestärkt. Hi. Kannst du schon wieder sprechen? Oder? Ja, ich bin aufgeregt, ey. Finale 5 Minuten für jeden Armageddon. Soon Maluna müssen auch gut fertig sein mit den Nerven. Aber es geht um alles. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber er hat gerade in eine Peperoni gebissen und man hört's. Warum? Nein. Okay, aber vielleicht ist es auch einfach nur die Spannung jetzt. Man weiß es nicht, denn es ist wirklich spannend. Wir haben gerade in der Werbung nochmal drüber gesprochen. Es ist nicht klar, wer hier als Favorit reingeht. Es gibt keinen. Es ist komplett ausgeglichen und man sieht, es ist ein Kampf auf allerhöchstem Niveau, vor allen Dingen auf gleichem Niveau. Und ja, uns bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Maluna hat die Wahl für sich entschieden. Also, eigentlich konnte sie nicht viel machen. Was Jan zu oder Schnapp? Ah, nee, macht nur das Fenster zu. Jan hat die Wahl für Maluna entschieden. Maluna startet mit Schwarz und Soon mit Weiß. Denkt noch mal bitte dran, keine Inkrementzeit mehr. Das ist, gerade wenn man es nicht gewöhnt ist, 5 Minuten ohne Inkrement. Es geht sehr schnell, also geht sehr schnell runter jetzt. Das ist eine Umstellung, denkt da dran. Und ansonsten viel Spaß. Mehr bleibt nicht zu sagen. Ja. Alright. Armageddon. Kann losgehen. Viel Erfolg, meine Damen. Viel Glück. Ja, auch. Danke, danke. So, auf wen tippst du? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist normalerweise, finde ich. Oh, Game Aborted. Game Aborted, ah, geht schon. Maluna mit der ein bisschen reiferen Spielanlage. Aber sie hat auch. Sie hat auch zwei Damen reingestellt heute schon, was so ein bisschen für auch die Anspannung steht. Das heißt, muss man jetzt mal gucken. Und jetzt sehen wieder die Eröffnung, die Soon ja mühseligst einstudiert hat hier. Der Läufer kommt wieder raus und Maluna weicht ab, aber macht es nur noch schlimmer. Hei, 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 Maluna, du weißt doch, dass so kommt. Na, okay, ist jetzt viel Druck. Ich soll ihr nicht zu viel rumschimpfen. Aber das ist genau, worauf Soon spekuliert hat. Und jetzt wird der Bauer schlagen. Und Soon schon mit sehr, sehr großen Vorteilen. Vor allem das hier weiß er, glaube ich, auch noch. Aber Maluna bleibt cool, reagiert jetzt schnell, hat erkannt, okay, ist vielleicht was schiefgelaufen. Aber der Springer weicht aus, greift den Läufer an.
kämpfst du dich hier nochmal zurück. Ist das auf ihm jetzt? Das will man eigentlich immer, wenn Gegner die Züge am Anfang aller Tempo macht, dann wenigstens ihn zum Nachdenken bringen. Und das scheint Maluna jetzt geschafft zu haben, mit Springer am Rand hier. Und Dame schlägt D5, ist ein Fehler. Soon hat seine Tricks einstudiert hier. Er versucht, das Ausweichgelände anzuwenden. Es geht hin und her, es geht hin und her. Maluna hätte den Läufer schlagen können, statt die Dame zu schlagen. Soon hat es einstudiert, aber es funktionierte nicht, was er gemacht hat. Aber am Ende behält er recht. Also Soons intensive Öffnungsstudien lohnen sich hier, auch wenn es ein paar kleine Wackler gab. Ich kann es gleich erklären, aber das wäre jetzt hier zu ausführlich. Erstmal Soon mit großen Vorteilen, aber noch ist nicht vorbei. Die Springergabel und der Turm ist weg. Aber wenn sie jetzt den Läufer schlägt, ist hier der Drops immer noch nicht gelutscht. Der Springer steht hinten in der Ecke. Mhm. Kann vielleicht abgeholt werden. Also, es kann noch was passieren. Aber Soon dominiert die Phase hier mit seinen gemeinen Eröffnungstricks. Wie ich immer gegen dich. Alles nur auswendig gelernt. Alles auswendig gelernt. Ja, das macht den Naturspielern, hey, wie dir und Maluna, macht das Leben das schwer. Ganz klar sagen, wenn du nicht so gut wärst in Schach, dann würdest du auch nicht so viel gewinnen gegen mich. Hä, wahrscheinlich. Das ist da im Zusammenhang. Das muss man einfach immer. So, Turm hat der 1, jetzt schnell weg mit dem König Maluna. Nein! Das ist Schach, der Turm schlägt mit Schach. Sie wollte hier die Gegengabel machen, aber das geht nicht, weil es Schach ist. Okay, sie hat es erkannt, zieht den Springer dazwischen, droht jetzt die Gabel. Erkennst du das? Ist das aufregend. Beide Seiten sehr, sehr schnell unterwegs. Weißt du, was hier die Blitzstunde geschlagen hat? Soon. Mit großen Vorteilen. Bauer E3, aber er lässt die Gabel zu. Gabel ist da. Kommt die Gabel. Da ist die Gabel. Da ist die Gabel. Maluna ist back. Wow, was ein Match das ist. Ey. Ein Hin und Her. Aber es ist halt auch, der Druck ist brutal, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, mit der Bedenkzeit zu spielen, dann im Stress hier. Also, wünsche ich keinem. Maluna wird jetzt versuchen, hier den Springer abzuholen. König E7 gut gemacht. Aber Soon hat durchaus noch Mittel und Wege, sich dagegen zu stemmen. Der Läufer raus, den Kollegen angreifen. Das tut er. Jetzt sollte Maluna hier hin. Das tut sie auch. Auch wieder gut gespielt. Soon muss schlagen. Der Läufer schlägt zurück. Und dann kann der Springer sich befreien. Aber auf Kosten dieses Bauerns. Und die Zeit wird auch knapp. Wir dürfen nicht vergessen, hier 2,5 Minuten ist nicht das gleiche wie bei 10+10. Nee, da kriegst du mal die 10 Sekunden dazu. Das ist etwas, wo ich schon gedacht habe, weil Soon ist der bisschen langsamere Spieler, dass das hier noch ein Faktor werden könnte, absolut, wie man sieht. 2,30 und du kannst die Zeit nach hinten aus nicht mehr rausholen. Die Uhr tickt unerbittlich runter, wenn du dran bist. Oh, aber Maluna wieder mit dem Blunder. Eieiei, lässt sich den Läufer auch noch wegnehmen. Jetzt Soon wieder auf der Siegerstraße. Biete den Turmtausch an. Maluna sollte jetzt die Türme behalten, um sich wenigstens noch gegen Chancen kreieren zu können. Ich glaube, eine gute Taktik wäre es für Maluna, jetzt auf Zeitmanagement zu gehen. Einfach schnell ziehen. Ja, das tut sie, aber sie muss auch noch irgendwie ein bisschen Probleme stellen, wenn es irgendwie geht. Ja, natürlich, aber er muss auch erstmal schaffen, in seinen 2 Minuten Schachmatt zu setzen. Und das ist auch nicht so einfach. Ja, ja. Soons Hauptplan ist ja immer, sich eine neue Dame zu holen mit seinen Bauern. Aber es ist noch kein Bauer, der hier direkt durchläuft. Also, noch kann alles passieren. Ah, da kommt er, da kommt der D-Bauer. Maluna kontert mit dem König, aber der Bauer kann weiterlaufen. Springer F4 überlässt den Bauern seinem Schicksal und der König könnte damit den Bauern auch wieder stoppen. Also Soon sollte immer noch gewinnen, deshalb ist der Balken natürlich im Himmel. Aber noch ist es nicht durch. Turm nach G5, sie hätte gleich schlagen können mit dem König. Jetzt kann ich sag dir mal, Luna gewinnt das nach Zeit. 1:30, ja, du glaubst es nicht, du wirst es sehen. Ich weiß, weil du auf Schachexpertenbasis denkst, aber nicht auf meiner. Ja, ich habe noch nie Partie auf dem Level gesehen. Bauer nach
Turm nach C7. Du hast es schon gesehen, aber du hast trotzdem Schwierigkeiten, dich da rein zu versetzen. Sieht man immer wieder, dass du da überrascht bist, dass die Leute nicht den besten Zug treffen. Na, dann erklär du doch immer, was passiert. Nee, ich sag dir, hab ja gerade gesagt, Zun wird verlieren auf Zeit. Glaubst du mir ja nicht. Okay. Werden wir ja jetzt sehen. Willst du wetten? Nee, es kann sehr gut sein. Zumal Zun hier jetzt ja auch noch nicht den Bauern gepusht hat, den Bauern sehr schnell vorpushen sollen. Aber noch bin ich nicht überzeugt. Also sie gibt den Turm und jetzt fallen die Bauern und das macht Zun das Leben natürlich auch ein bisschen einfacher. Jetzt kann er sich hier einfach die Damen holen. Und naja, das gute alte Treppenmatt mit Turm und Dame, das kann Zun. Also er tut sich hier noch ein bisschen schwer, aber jetzt hat er es geschafft, mit dem Turm zu flüchten. Und er holt sich die Dame. Jetzt kann er wieder hier die Treppe bauen. Wenn er nicht Patt setzt, dann sollte er das machen. Ja, und das kann er. Das war's. Hast doch wieder recht gehabt. Meine Scheiße. Aber knapp hier, nur noch 50 Sekunden. I give up. GG. Oh mein Gott. Malone, GG. Hey, du hast es so gut gespielt. Wow. Ich Alter. Bin echt baff. Ich habe echt Angst vor dir, muss ich sagen. Am Anfang war ich so, was passiert hier? Wirklich, ein Move nach dem anderen. Du bist so krass zurückgekommen, aber ich bin ehrlich, ich hatte mich so ein bisschen drauf vorbereitet, dass wenn du beide Springer rausspielst am Anfang, das ist ein Blunder tatsächlich gegen die Stellung mit der Dame. Okay. Und ich wusste, dass du das öfter machst tatsächlich gegen London. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Aber deswegen, ich hatte da am Anfang, ja, das war ein guter Vorteil für mich. Aber du hast dich dann auch ultra gut wieder zurückgespielt mit dem Turm und sowas. Aber da war ich natürlich schon gut weit vorne mit den Bauern, aber... GG, Maluna. Well played. Das ist echt gut gemacht. Holy shit. Ich bin ein bisschen schockiert, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an Zun. Dein erster Pokal, die goldene Kirsche. Alter, das ist der erste Pokal in meinem Leben, glaube ich. Ich habe noch nie einen Pokal gewonnen. Let's go! Und dann gleich so ein wertvoller. Da wirst du natürlich noch eingraviert irgendwo oder reingestanzt. Chat. Was seid ihr? Ja, wir haben hier eben fast schon gestritten, weil ich noch der Meinung war, dass Maluna das gewinnt auf Zeit, weil die Zeit bei dir so, also die Zeit ja wirklich kritisch wurde. Man unterschätzt das mal nicht. Ja. Aber dann ist wirklich viel passiert in der kurzen Zeit. Und Jan zeigt euch mal, was da alles passiert ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir Bock haben, das hier noch Zug für Zug aufzudröseln jetzt alles. Also Zun hatte hier seine kleine Variante einstudiert, aber auch nicht so ganz genau. Hier zum Beispiel, das hier ist der Trick, der in der Alien-Schrank funktioniert. Aber hier hätte Maluna einfach den Läufer schlagen können und eine Figur mehr gehabt. Also das war alles Mögliche drin. Oh, sorry, jetzt springe ich hier durch die Gegend. Yeah. Bin selber aufgeregt. Und dann, ja, es ging hin und her, Zun natürlich mit Vorteilen am Anfang, aber der Drops war noch nicht so ganz gelutscht, weil auch dieser Springer hier in der Ecke steht, hätte noch alles Mögliche passieren können. Und dann ging es auf und ab. Das entscheidende Ding war dann, glaube ich, hier, dass Maluna den Läufer sich wegschlagen lassen hat. Wenn du den hier rettest, dann hast du mehr Zeit und es kann alles passieren. Also wenn du hier wegnimmst oder irgendwo hingehst. Also Zun steht ein bisschen besser. Aber dann ist alles drin. Nachdem der weg ist, ist es natürlich relativ schwer. Jetzt musstest du hier auf den Zeitfaktor setzen. Aber am Ende des Tages, dadurch, dass der Turm, das hier war dann der letzte Sargnagel, aber hier war es schon schwer, dass der Turm weggeschlagen wurde, dann konnte Zun hier das eine Matt, was er kann, das Treppenmatt mit Dame und Turm, konnte er mal wieder anwenden. Da war ich schon so, komm, lass es, das gebe ich dir nicht mehr. Nimm den Pokal, kein Treppenmatt. Ja, also ich finde halt immer, also ich glaube, ich kann auch andere Matts, aber unter dem Zeitdruck habe ich gedacht, so, ich hole mir auf jeden Fall eine Dame und dann mache ich easy peasy, so wie ich es weiß, ohne irgendwie nachdenken zu müssen. So. Natürlich.
Ja, ist ja völlig richtig. Ja, Glückwunsch an beide. Also spannender hätte es wirklich nicht sein können. Hier 2-2. Der hat gefühlt. Und dann Verlängerung. Hut ab, Glückwunsch an Soon, der hier den Pokal jetzt nach Kassel versendet kriegt. Läuft das so? Den muss er sich abholen, ne? Nee, den muss er sich abholen. das kostet ja was kostet das? 5 € oder was? Schleppersee, das ist auch schwer. Ja, schwer. Also Versandkosten bezahle ich. Kann ich Versandkosten bezahlen? Und dann nee, das nee, muss er abholen. Nicht. Du musst abholen. Nee. Ja, okay. Nee, das Problem ist auch, wenn der, stell dir vor, der wird dann in der Post verloren gegangen und dann... Also nach Berlin haben wir ihn gebracht, aber nach Kassel kommt man ja auch nie. Würdest du den Welt... Ja, das auch noch, aber den Weltmeisterpokal im Fußball verschickst du ja auch nicht mit der Post. Also... Das ist einfach. Stimmt, ja. Genau. Also könnte man. Der wird einem überreicht. Maluna rechnet gerade aus, ja, könnte man aber. Ja. Aber das Risiko ist da zu groß. Nee, den holst du dir schön ab. Und ja, trotzdem, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Finale. Ein großes Kompliment an euch beide, weil man hat gesehen, dass ihr wirklich alles gegeben habt, bis zur letzten Sekunde im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war so spannend, es war wirklich sehr, sehr spannend zum Zugucken und das Feedback im Chat und überall ist auch überragend. Also Herzchen für euch und Herzchen zurück an euch. An alle. Dankeschön. Danke, dass ihr für uns einen Anzug getragen habt heute. Gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Anzugzwang hat Jan gesagt. Ja, ich habe gestern hier Malunas Stream noch studiert, wie jeden Abend, und habe gesehen, es wurde gefordert, dass wir hier die Anzüge anziehen. Also gab keine also Wahl. Das ist ein Win. Also ich sag's, wie es ist für mich. Ja, also das zu hören, da habe ich schon gewonnen. Da fühle ich mich jetzt wieder glücklich. Ja. Sehr schön. Glücklich. Soon, was machst du mit der Kohle? Ich hau alles raus. Nein, Malu, das ist ein Scherz, es gab keine Kohle. Doch, also es gibt sogar Kohle. Es war doch kein Scherz. Ich dachte, ich mache einen Scherz. Es gibt Kohle. Ich dachte auch, du machst einen Scherz. Ich dachte auch, ich mache einen Scherz. Ich wusste nicht, dass es Kohle gibt. Ja. Kriegst du einen Trostpreis? Kriegt Maluna einen Trostpreis dann? Nee, es gibt ersten und zweiten Platz. Ach so. Und für den dritten auch sogar. Und den für den zweiten auch. Ja. Die hat vielleicht doch mit. Also für beide Halbfinalisten gibt es, glaube ich, quasi haben sich das aufgeteilt. Können wir die Summe sagen? Das sagt man schon bei so einem Turnier, um was es geht. Das Preisgeld ist kein Geheimnis normalerweise. Ich weiß leider nicht. Also Fabian scheint es ist sehr niedrig. Geheim zu halten. Okay, es ist geheim. Ja, okay. Was gibt's Schöneres als so die Ehre? Genau, es geht ja hier auch nicht ums Geld, sondern um diesen Pokal. Alles Jens, Weitere hört ihr von unserem Notar. Fabian, mein Umschlag liegt da hinten bereit, ne? Ja, ist klar. Ich sag mal so, auf meinem Konto ist aber auch auf jeden Fall für eine weitere Million noch Platz. Sehr schön. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen. Ich bin die für den zweiten. Okay. schnell raus hier. Es hat großen Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, Jan. Ja. Nein, mir macht Zug zwar immer Spaß. Vielen, vielen Dank an euch, an dich, an Fabian, den Mann, der hier hinter den Kulissen die Fäden zieht. Regie, ich weiß nicht, Paul muss hier jede Nacht bis spät die Nacht arbeiten, ne? Oder hat er heute wenigstens Tag frei? Ich weiß gar nicht. Ja, der sitzt doch in der Regie, oder? Ja, eben. Also Paul, vielen Dank, Clara, an die Rocket Beans. Da wird gewinnt. Guck, da ist der Paul Beans. Ja, von wegen frei. So, also danke an alle Beteiligten. Bis zur nächsten Ausgabe dann irgendwann. Und nochmal Grüße an Maluna. Du kriegst jetzt noch einen dicken Raid. Von uns. Dankeschön. Und Soon, du kriegst einen dicken Scheck. Keine Ahnung. nee, schick die Leute zu Maluna auf jeden Fall. Wir sind raus. Macht's gut, Leute. Dann zu dir. Alles klar. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüssi. Zugzwang. Tschüss.